Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur Veranstaltung der Agentur für Erneuerbare Energien, die mit dem Titel Nachhaltige Mobilität heute entscheidend für den Morgen. Vielen Dank, dass Sie sind. Ich sehe in Zoom gerade 92 ZuschauerInnen. Das ist eine schöne Resonanz. Das freut uns sehr. Und wer uns noch nicht kennt, die Agentur für Erneuerbare Energien, die AEE, betreibt seit 15 Jahren Kommunikation für erneuerbare Energien, für die Energiewende in Deutschland. Und das tun wir ganz überwiegend mit Projektmitteln staatlicher Quelle und nicht staatlicher Quelle und auch mit Unterstützung der erneuerbaren Energienbranche. Wir verstehen uns dabei als partei- und gesellschaftsübergreifender Vermittler von Informationen. Wobei wir natürlich sehr wohl Partei ergreifen für erneuerbare Energien, das ist ganz klar. Und wir stellen eben Informationen und Argumente zur Verfügung, um auf verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen dieser Energiewendedebatte in Deutschland. Das fängt an auf der lokalen, kommunalen Ebene, das geht über die Bundesländer bis hin zum transnationalen Erfahrungs- und Know-how-Austausch und betreiben auch verschiedeneartige Wissenschaftskommunikation und Vernetzung von Stakeholdern, die wir so haben. Ein paar Kommunikationsprojekte mit Bezug auf Verkehr werden Sie gleich noch im Chat finden. Die möchte ich Ihnen nochmal so quasi als Werbeeinblendung jetzt so ans Herz legen. Ansonsten sind zur Kommunikation natürlich auch Anlässe zur Debatte, so wie wir es heute tun in dieser Runde. Wir wollen heute über Verkehr und Mobilität sprechen und die Mobilitätswende, die ja je nach Perspektive zur Energiewende gehört, eine Teilmenge ist oder auch deutlich weit darüber hinausgeht. Und das ist auch so ein bisschen der thematische Bogen, den wir heute spannen möchten mit der Diskussion. Wir fangen an bei der Wahl der Energieträger, wollen dann aber im Anschluss auch im weiteren Verlauf auch über verschiedene weitere Aspekte eben dieses Wandels diskutieren und wie wir diesen auch gestalten möchten und können. Unsere Gäste, Sie sehen sie schon hier am Bildschirm, werden Sie gleich ausführlich und gebührend kennenlernen. Ich möchte mich schon mal im Namen der Agentur für Erneuerbare Energien bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken, Frau Dr. Nestle, Herr Grundmann, Frau Saar und Herr Baumann. Vielen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Beitrag. Bevor wir wirklich in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch ganz kurz ein paar technische Hinweise Ihnen vermitteln. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird für eine begrenzte Zeit auch im Internet abrufbar sein. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind mit Namen, weder mit Namen noch mit Bild noch mit Ton sichtbar in dieser Aufzeichnung. Das heißt, Ihre Persönlichkeitsrechte sind an dieser Stelle nicht tangiert. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie in diesem Rahmen sich nicht zu Wort melden können, wie Sie es von Live-Veranstaltungen gewöhnt sind. Das hat mit diesem digitalen Format zu tun. Das hat auch mit der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu tun im Hintergrund. Das wäre nicht mehr zu leisten von uns. Aber Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, trotzdem an dieser Diskussion teilzunehmen, indem Sie Fragen stellen, und zwar über die sogenannte F- und A-Funktion in Zoom. Die ist am unteren Bildschirmrand normalerweise bei Zoom erreichbar. F und A für Frage und Antwort oder Q&A. Das ist dann ein bisschen ein eingedeutschter Anglizismus. Und mein Kollege Valentin Janin, den Sie hier auch noch im Bild als Kachel sehen, ah, dann kommt er, und ich werden dann diese Fragen, die Sie uns geben, an Frau Holdinghausen, unsere Moderatorin, weitergeben, die sie dann im Laufe der Diskussion an geeigneter Stelle aufgreifen wird. Wenn Sie dann in dieser Funktion Ihre Frage nicht mehr sehen, dann heißt es nicht, dass wir sie ignoriert hätten, sondern dass wir sie weiterverarbeiten gerade. Bitte haben Sie Verständnis, falls wir nicht alle Fragen restlos beantworten können und auch wenn manche Fragen ein bisschen später erst aufgegriffen werden. Ansonsten, falls die Internetverbindung stockt, gerne einfach einmal abmelden und wieder neu anmelden. Das kennen Sie ja nach einem Jahr Pandemie sehr gut. Insofern denke ich, ist das kein großes Problem. Gut, dann möchte ich gerne gleich das Wort übergeben an unsere Moderatorin. Das ist Heike Holdinghausen. Frau Holdinghausen ist Journalistin, ist Redakteurin für Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und schreibt insbesondere über Chemikalien, Abfall- und Rohstoffpolitik.
und ist zudem auch Autorin mehrerer Sachbücher. Zuletzt erschien das Buch Uns stinkt's, was jetzt für eine zweite ökologische Wende zu tun ist, beim Westend Verlag. Kann ich auch gleich noch einen Link in den Chat stellen, falls Sie das interessiert. Frau Hollinghausen, schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Katimra. Ja, zu dem Thema, nach einem Jahr Pandemie sind wir alle ganz geübt mit stockendem Internet. Ich habe gerade vor 2 Minuten, also erst geschafft, mich einzuwählen. Wenn Sie mich nicht gut hören oder so, dann signalisieren Sie mir das kurz, dann muss ich mich vielleicht nochmal ein- und auswählen. Das wäre natürlich dumm. Es ist, Frau Neste, Sie schütteln den Kopf. Es ist schwierig. Immer noch. Man versteht es, aber es ist immer Okay, so ein dann Halt versuche ich es jetzt dabei. mal ohne Lautsprecher. Geht das besser? Nein, jetzt höre ich Sie gar nicht mehr. Sehr Ja, für gut. uns ist es besser, aber wenn Sie uns nicht hören, ist Was es machen wir natürlich da? auch ärgerlich. Geht es schlecht oder geht es gar nicht? Wird Nee, jetzt besser höre ich Sie auch gerade, überhaupt würde ich nicht mehr. sagen. Warum nicht? Gerade haben Sie mich noch gehört. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser. Super, Aber ich höre danke. Sie immer noch nicht. Könnte mal einer von Ihnen noch sagen? Jetzt haben wir hier kleine Liedchen singen, die ganze Zeit ein bisschen Ton Nein. produzieren. Wir hören sie jetzt viel besser. Und nochmal. Jetzt hören wir Sie gut, Frau Sie haben Hollinghausen. viel Kann man mich herausgefunden, hören? als zu moderieren, wenn man es Aber nicht ich hört. höre Sie nicht. Das gab. Das ist echte Naja, Meisterleistung, oder, genau. Herr Baumann? War Frau Das ist Hollinghausen eine kennt unsere Fehleranalyse. Hören Position? Sie mich? Ja, jetzt hören wir Sie. Ja. Nicken? Ja, ich höre Sie Laut und nämlich nicht. deutlich. Gut. Was kann ich da tun? Frau Hollinghausen, sind der. Jetzt Ja, sind Sie wieder da. wir hören Sie gut. Und Sie hören mich? Ja. Okay. Wunderbar. Dann rede ich jetzt einfach mal weiter und leichtes Stocken bitte ich zu entschuldigen. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann geben Sie mir ein Zeichen. Also, pardon. Ja, so ist das jetzt. Wenn ich mir vorstelle, ich stünde im Stau, dann wäre ich jetzt gar nicht zu Ihnen gekommen. Insofern, ist es ja vielleicht so besser. Also erstmal ganz herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag, auch von mir. Wir haben dieses Thema ja vor etwa 4 Monaten, schon einmal diskutiert. RED II, also die erneuerbaren Energienrichtlinie im Verkehr und seinen Beitrag zum Klimaschutz. Und ja, ich finde das ganz spannend, jetzt zu gucken, nach 4 Monaten, was sich getan hat, was sich in welche Richtung entwickelt hat. Und wir wollen aber in diesem Mal den Fokus etwas erweitern und zu schauen und wollen schauen, wo wollen wir überhaupt hin im Verkehr und wie viel Verkehrswende können und wollen wir wie schnell gestalten. Wir diskutieren in diesem Feld ja immer in zwei Polen, meiner Wahrnehmung nach. Wir haben den Status quo, in dem sich bisher noch kaum was getan hat, in dem wir allen mit SUVs herumfahren und fliegen und das Auto ist der wichtigste Verkehrsträger. Und auf der anderen Seite, der andere Pol ist so eine Utopie von einem Verkehr, der in 9 Jahren, das entspricht in ungefähr der Nutzungsdauer von einem PKW in Deutschland, wollen wir 55% weniger Treibhausgase ausstoßen gegenüber 1990. Also zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Frage, wie soll das gehen? Ja? Wie wollen wir da hin? Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Mit Ihnen, aber auch mit 4 spannenden Gästen. Ich gehe jetzt mal, ach, ich fange einfach wie von meiner Liste hier an. Sie sehen sie eh alle anders. Herzlich willkommen, Frau Ingrid Nestle. Sie ist die energiewirtschaftliche Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Herzlich willkommen. Jetzt muss ich Sie lautschalten oder müssen Sie das selber machen? Sie sind. Nee, Ah, ich mache super. hier nur fürs Jetzt. Danke, mache ich es nicht. Aber ich Okay. bin da. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Frau Dorothee Saar, sie ist die Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung der Deutschen Umwelthilfe. Hallo, Frau Saar. Hallo, guten Tag. Auch Sie können wir wunderbar hören, sehr schön. Herzlich willkommen, Oliver Grundmann. Sie sitzen für die CDU im Bundestag und dort für die Fraktion im Umweltausschuss. Herzlich willkommen, Herr Grundmann. Ja, auch schönen guten Tag. Sehr schön. Und Elmar Baumann, herzlich willkommen, der Geschäftsführer des Deutschen Biokraftstoffverbandes. Auch Sie laut und deutlich zu hören. Guten Tag, Frau Hollinghausen. Prima, herzlich willkommen.
Ja, bevor wir mit Ihnen über den Verkehr der Zukunft sprechen, wollen wir zunächst, wie angekündigt, uns erst nochmal RED II vornehmen, diese Umsetzung der EU-Richtlinie. Und dazu uns zunächst meine Stimme aus dem Unternehmen anhören, und zwar von Klaus Sauter, der ist Vorstandsvorsitzender der Verbio AG, die in Zörbich in Sachsen-Anhalt Biodiesel, Biogas und Bioethanol herstellt in industriellem Maßstab. Und was er zum Thema zu sagen hat und wie einverstanden er mit diesem Gesetzesentwurf ist, das hören wir jetzt. Hoffentlich. Der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung, ist aber zu wenig. Bis 2025 steigt die Quote kaum. Der Quotenanstieg wird durch die Mehrfachanrechnung von Ladestrom und Elektrolysewasserstoff aufgefressen. Wir sehen auch weiterhin keine Möglichkeit, in neue fortschrittliche Biokraftstoffanlagen zu investieren, weil es in Deutschland bis 2025 einfach keinen Markt gibt. Der Gesetzentwurf schafft keine Investitionssicherheit, sondern er bringt zusätzliche Unsicherheit, weil der Ladestrom auch in diesem Gesetz eigentlich gar nichts verloren hat. Auch die Tatsache, dass wir aus dem Markt für erneuerbaren Wasserstoff explizit ausgeschlossen sind, schafft keine Investitionssicherheit. Willkommen zurück. Ja, Sie haben die Kritik gehört. Das Gesetz bietet Herrn Sauter zu wenig Investitionssicherheit, Herr Baumann. Ist das denn so, Sie sind ja dicht dran an den Unternehmen, Sie vertreten ungefähr 60% der Branche. Ist das so der Hauptkritikpunkt? Also wir sollen mit etwas Positivem anfangen, Frau Holdinghausen. Wenn wir uns an die letzte Veranstaltung erinnern, müssen wir sagen, hat sich das Ganze schon ganz deutlich gedreht. Das heißt, dass der Gesetzentwurf, den das Kabinett verabschiedet hat, Anfang Februar, ist deutlich verbessert. Wir sind mit den Biokraftstoffen, Biodiesel, Bioethanol, Biomethan zuletzt ja seit Anfang der 2000er Jahre im Markt und sind mehrmals fast tot gewesen. Insofern sind wir etwas kritischer, wenn wir auf neue Gesetze gucken, als das vielleicht der jüngere Zeitgenosse ist. Es ist deutlich besser, der Gesetzentwurf des Kabinetts, aber diese spezifische Struktur der Treibhausgasquote und der Einführung von Mehrfachanrechnungen unter der Treibhausgasquote führt jetzt zu sehr bizarren Effekten. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall so passieren, wie Herr Sauter es sagt, dass neue Erfüllungsoptionen hinzukommen, dass also stufenweise mehr Elektrofahrzeuge beispielsweise in den Markt kommen, was ja erwünscht ist, dass dann aber diese neuen Optionen die alten verdrängen. Das ist natürlich erstens streng idiotisch. Zweitens, da mehrfach angerechnet wird, Elektromobilität beispielsweise oder Wasserstoff in Raffinerien, ist hinter den Prozentzahlen der Treibhausgasquote, so wie sie jetzt im Gesetzentwurf drinstehen, nicht eine tatsächliche Treibhausgasminderungsleistung in der Höhe. Das heißt, es ist ein bisschen künstlich aufgeblasen. Wenn Sie jetzt also mit Elektromobilität Biokraftstoff verdrängen, dann haben Sie nicht ein Nullsummenspiel, was ja schon blöd genug wäre, weil wir unbedingt mehr Erneuerbare im Verkehr und weniger Treibhausgasemissionen benötigen, sondern Sie haben nominell mehr Erneuerbare und bessere Treibhausgasbilanz, aber real haben Sie mehr Treibhausgase. Insofern ist es zwingend erforderlich, an diesem schon verbesserten Gesetzestext noch den Korken zu ziehen, nämlich den Anstieg der Treibhausgasquote zu vergleichmäßigen. Das ist ja auch relativ plausibel. Man sollte nicht die größten Sprünge zum Schluss machen, sondern man sollte doch mindestens tatkräftig beginnen und sofort 2021, wenn es nach uns geht, wenn es nach der Bundesregierung und dem Parlament geht, wahrscheinlich 2022, die Treibhausgasquote steigern und dann halt stufenweise immer höher. Das ist ganz klar, jedes Jahr gibt es mehr Erneuerbare, mehr Elektrofahrzeuge, neue Erfüllungsoptionen, dann muss aber auch jedes Jahr Platz dafür da sein in der Quote und jedes Jahr die Treibhausgasquote ein Stückchen hochgehen. Frau Nestle, ist das das, was Sie in dieses Gesetz hineinverhandeln möchten? Eine langsamer, eine schneller und stetiger steigende Quote?
Also wir wollen natürlich eine schnellere Verkehrswende auch haben und ich stimme Herrn Baumann durchaus zu, dass durch die Mehrfachanrechnung natürlich die Quote, die man sieht, nicht die Quote ist, die man kriegt. Ja, und dass man diesen Effekt durchaus berücksichtigen muss und sehen muss, dass man die Energiewende trotzdem schnell genug hinbekommt und man jetzt nicht mal genau weiß, was man kriegt durch die verschiedenen Größenordnungen. Ich muss aber auch leider, Herr Baumann, es tut mir sehr leid, schon auch sagen, dass wir eben, was Anbauöle geht, Anbaubiomasse in Kraftstoffen und vor allem Palmöl in Kraftstoffen eben durchaus Probleme sehen und der Auffassung sind, dass das, was Bio ist, eben zurzeit nicht Öko ist an der Stelle und das zum Beispiel bei Palmöl auch nicht werden kann. Das heißt, wir würden da das sogar vorziehen, den Ausstieg aus dem Palmöl und auch einen Ausstieg aus der Anbaubiomasse tatsächlich sehen. Nicht, weil wir grundsätzlich sagen, man kann nicht Biomasse anbauen und energetisch nutzen, aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Sektoren, die da sehr, sehr dringende Bedarfe haben. Und wir gerade im Pkw-Bereich eigentlich sagen, da gibt es andere Alternativen, um diesen wertvollen Stoff für andere Bereiche aufzulassen. Und da uns das sogar wünschen würden, dass im Pkw-Bereich wir auf Elektromobilität setzen. Dann haben wir eine Infrastruktur, ein Tanksystem. Und wir werden schon in anderen Bereichen, gucken wir nur auf die, auf den Flugverkehr, werden wir Treibstoffe brauchen. Da wünschen wir uns sogar eine sehr viel höhere Quote, also wenn wir uns so Faktor 5 sagen, bis 2030, 10% statt 2% nachhaltige Kerosinquote. Und das muss natürlich irgendwo herkommen und ja, das kommt daher, dass wir es nicht mehr im Pkw-Bereich haben. Ja, über Elektromobilität und so weiter. Ich setze Sie auf die Liste, Herr Baumann. Über Elektromobilität werden wir später noch ausführlich reden. Zunächst mal, Herr Grundmann, Sie haben ja die erfreuliche Aufgabe, in dieser Runde als Mitglied einer Regierungsfraktion quasi die Bundesregierung hier zu vertreten. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt nach den Verhandlungen? Also können Sie diesen Gesetzentwurf so mittragen in der Fraktion oder möchten Sie daran noch schrauben? Ja, vielen Dank für die Frage. Also vor Ihnen sitzt hier erstmal ein selbstbewusster Parlamentarier. Und wenn Frau Scheer hier sitzen würde, meine Kollegin von der SPD-Fraktion, dann eint uns zumindest der Wille, dass wir deutlich mehr herausholen wollen in diesem Bereich, dass wir ein höheres Maß an Ambitionen an den Tag legen. Und wenn ich jetzt als Unionsparlamentarier hier spreche, dann geht es uns unter keinen Umständen um die ziellose Fortschreibung von fossilen Strukturen, das, was uns immer wieder von den Grünen und auch von anderen NGOs entgegengehalten wird, sondern es geht uns eben primär darum, möglichst schnell CO2 einzusparen im Verkehrssektor. Und da kann ich nur sagen, wer Treibhausgasneutralität ernst nimmt, der darf eben keine künstliche Entweder-oder-Diskussion oder Welle aufbauen zwischen der Verbrennungstechnologie, die wir haben, die man mit möglichst sauberen Kraftstoffen eben auch versehen kann, und der E-Mobilität. Und wenn wir es ehrlich uns anschauen, in den grünen Augen, dann mit auch schlimmen CO2-Emissionen, wenn wir uns den Strom aus Braunkohle- oder Steinkohlekraftwerken anschauen. Also wir müssen aufpassen, eben, dass wir auch keine Fehlanreize haben für Nachhaltigkeit oder Biodiversität. Da müssen wir auch etwas tun, das muss unterbleiben. Und wofür wir eben auch stehen, ist ganz klar für eine heimische Produktion von Biokraftstoffen, weil wir glauben, dass das der beste Garant ist für ja, gute ökologische Standards. Das macht in unseren Augen eben Sinn, dann eben auch vorrangig auf Produktion hier im Inland und eine heimische Wertschöpfung zu schauen. Und zusammenfassend können wir aber sagen, der jetzige Gesetzentwurf, der ist ein riesengroßer Sprung zu den ursprünglichen Diskussionen und zu dem ersten Referentenentwurf. Und vor dem Hintergrund sage ich, das ist eine sehr gute Grundlage für die weitere parlamentarische Beratung. Aber wir sehen noch ganz klar Nachbesserungsbedarf, weil wir eben ein höheres Ambitionsniveau anstreben. Vielen Dank, Frau Saar. Ein riesengroßer Sprung nach vorne mit nur leichtem Nachbesserungsbedarf und kein künstliches Entweder-Oder zwischen E-Mobilität und Verbrennungsmotoren. Das richtet sich doch an Sie. Ja, vielen Dank. Den leichten Verbesserungsbedarf sehen wir natürlich auch. Den haben wir ja auch den Parlamentarierinnen und Parlamentariern mitgeteilt. Können wir vielleicht nachher im Detail noch drauf eingehen.
Vielleicht noch mal so ein bisschen grundsätzlich. Also ich finde es sehr schön, dass wir uns ja hier alle ganz einig sind, dass wir natürlich im Verkehrssektor das die ganz große Aufgabe vor uns haben, CO2-Emissionen zu mindern. Und ich denke, dass wir uns auch einig sind, dass es dazu nicht die eine Maßnahme gibt, die sozusagen alle Probleme lösen würde, sondern wir brauchen natürlich unterschiedlichste Maßnahmen. Und da sind sicherlich auch welche dabei, die auch kurzfristig wirken können. Wir wissen vom IPCC, dass die nächsten 10 Jahre entscheidend sind, wenn wir ernsthaft rangehen wollen, um das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen, um diese Kipppunkte zu vermeiden etc. pp. Das wissen Sie alles. Von daher möchte ich kurz daran erinnern, dass wir natürlich auch mit Blick auf die Flotte, wie wir sie heute haben, viele Instrumente haben, die schon lange in der Diskussion sind, die das Umweltbundesamt mantramäßig Jahr für Jahr vorträgt. Auch die Verbände natürlich, ich sage es jetzt einmal, dann haben wir es alle hinter uns, das Tempolimit natürlich, aber auch andere Sachen, die Dienstwagenbesteuerung, vielfältige Subventionierung fossiler Antriebe, die insbesondere immer größere, immer höher motorisierte Fahrzeuge anreizen und ja auch zu einem höheren Nutzungsfaktor dieser Fahrzeuge führen. Mit Blick auf die Kraftstoffe haben wir uns überlegt, dass es ja Sinn machen würde, wenn man sich mal überlegt, okay, wenn wir jetzt wovon ja auch Herr Sauter gesprochen hat, ist es natürlich wichtig, dass wir Investitionssicherheit anbieten für die Hersteller von Kraftstoffen, jetzt welcher Art, ob es jetzt elektrischer Strom ist oder anderer, dass wir uns dann überlegen, wir haben ja gewisse Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, auch mit Blick auf Biokraftstoffe, insbesondere der ersten Generation. Also sollten wir uns doch fragen, was müssen eigentlich die Leitplanken sein, an denen wir uns jetzt für neue Kraftstoffe oder für die Antriebe der Zukunft entscheiden. Und einer sollte sein, ist das Treibhausgaspotenzial dieser Kraftstoffe wirklich vorhanden oder machen wir uns da was vor? Und wir denken, dass wir insbesondere mit Blick auf die Biokraftstoffe eben da keine ehrliche Bilanz ziehen, sondern dass wir die negativen Begleiterscheinungen, indirekte Landnutzungsänderung, hohe Nutzungsintensität agrarisch genutzter Flächen mit den bekannten Folgen sozusagen mit Blick auf Biodiversität sozusagen aus dieser Rechnung ausschließen und daher kein realistisches Bild bekommen. Das Zweite ist, setzen wir diese Kraftstoffe effizient ein, das heißt sowohl mit Blick auf die Ressourcen, die dafür notwendig sind, als auch mit Blick auf die Frage, welche andere Sektoren müssen wir eigentlich bedienen und welche Alternativen gibt es dort. Auch hier sehen wir Biokraftstoffe oder E-Fuels sozusagen im Pkw-Segment nicht richtig eingesetzt, weil wir eben Möglichkeiten haben, das sehr viel effizienter zu machen, mit sehr viel weniger Energieaufwand und damit auch kostengünstiger. Und weil wir es zugleich sehen, es gibt andere Sektoren, die diese Möglichkeit nicht haben. Und das Dritte ist vielleicht, Herr Grundmann hat gerade schon sozusagen die Bedeutung heimischer Produktion angesprochen, das macht es ja vielleicht auch nochmal deutlich, dass natürlich die Ressourcen oder der Anteil der Produkte, die wir aus diesen Kraftstoffen gewinnen können, natürlich äußerst begrenzt ist. Das gilt sicherlich auch mit Blick auf Biokraftstoffe aus sogenannten Reststoffen, die ja auch entweder in anderen Sektoren schon verplant sind. Das heißt, es gibt sozusagen schon etablierte Nutzungsstrukturen. Oder wir diskutieren jetzt darüber, ob wir wirklich den letzten Krümel noch aus den Wäldern rausfegen und das auch noch zu Kraftstoff verarbeiten. Und das, denke ich, gibt wahrscheinlich auch noch mehr Kriterien, die man sich da ausdenken kann, aber das wären schon mal so ein paar Leitplanken, anhand derer man vielleicht ganz gut bewerten kann, wo die Reise hingehen sollte und wo wir uns vielleicht auch sagen könnten, okay, wir haben jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht und sehen, eigentlich sollten wir die Umsetzung der RED2-Gesetzgebung dafür nutzen, sie wirklich als Treiber der Elektromobilität auf der Straße auch voran, also zu nutzen und da eben sogar noch einen höheren Anrechnungsfaktor für die direkte Stromnutzung verwenden. Mhm. Danke. Vielen Dank. Herr Baumann. Ja, das ist ein ganzes Kompendium, auf das man antworten kann. An Frau Dr. Nestle sage ich, da Sie ja die Regierungsbeteiligung vorbereiten, als Regieren ist immer anders als Opposition, hat mal Sigmar Gabriel bei der BEE-Jahresversammlung beim Jahresend Neuesempfang gesagt, also um die heutigen Biokraftstoffe zu ersetzen, die wir heute im Markt haben. Wenn Sie das mit Elektrofahrzeugen tun und den Strom dafür seriös berechnen, ja, Sie haben also im Schnitt Windräder, die 2,8 Megawatt Leistung haben, 2000 Vollerstunden pro Jahr,
dann bräuchten Sie für das, was wir im letzten Jahr in Biokraftstoffen eingesetzt haben, 3.400 zusätzliche Windkraftanlagen. Ich denke, die Zahl der Windräder, die letztes Jahr neu installiert worden sind, kennen Sie, die können Sie abzählen, die kennen Sie im Zweifel persönlich. Also diese Herausforderung, die ungeliebten Biokraftstoffe zu ersetzen, ganz einfach, die würde ich dann in die Hände der Pragmatiker geben. Und ich glaube, daran werden Sie auf absehbare Zeit scheitern. Zweitens, wenn Sie im Kühlregal für die Familie einkaufen gehen im Supermarkt und im Kühlregal Milch greifen, die möglicherweise bestimmte Eigenschaften hinsichtlich der Rohstoffe haben soll. Es gibt da in Deutschland eine wachsende Bevorzugung von der Qualität gentechnikfrei erzeugt. Dann werden Sie an der Fütterung mit Rapsschrot nicht vorbeikommen. Und der Landwirt baut Raps an in der Fruchtfolge und den Pressrückstand oder den Extraktionsschrotanteil nimmt er für die Fütterung. Also insofern sehe ich uns mit den Anbaubiomasse-basierten Biokraftstoffen erstmal auf der sicheren Seite bei den Pragmatikern. Und die Frau Sahr hatte angesprochen das Thema ILUC. IPCC hat gesagt, ILUC-Effekte sollte man mal besser nicht berücksichtigen, weil sie schwer zu erfassen sind wissenschaftlich. Außerdem, wenn wir uns auf die ILUC-Systematik einlassen, dann bedeutet ILUC-Effekte, indirekte Verschiebungseffekte, passieren, wenn wir zusätzliche Mengen produzieren. Mehr als bisher. Das heißt, für den gesamten Bestand an Biokraftstoff aus Anbaubiomasse gibt es definitionsgemäß keinen ILUC-Effekt. Also wenn man das Konzept verwendet, dann bitte auch diesen Zusammenhang berücksichtigen. Die Landwirtschaft, die betrieben wird, um unsere Rohstoffe herzustellen, ist die gleiche, die betrieben wird, um Futtermittel oder Nahrungsmittel oder Rohstoffe für die Chemie herzustellen. Das heißt, da sind wir auf dem gleichen Standard und sind gespannt, was die Bundesregierung die nächste dazu beschließen wird. Effizienz, Frau Sahr, Sie sagten, wir müssten es da einsetzen, wo es besser ist. Also grundsätzlich ist es so, erneuerbare Kraftstoffe haben die gleiche Klimawirkung im Großen und Ganzen, egal in welcher Anwendung Sie sie einsetzen. Was Sie meinen, ist motorische Effizienz, der Verbrennungsmotor, ist gebunden an diese Effektivität. Das heißt, selbstverständlich rechnen wir damit, dass wir zukünftig verstärkt Biokraftstoffe in Nutzfahrzeugen einsetzen. Ja? Auf der Straße, Offroad, landwirtschaftliche Maschinen, Binnenschiff und Hochseeschifffahrt. Da sind wir natürlich in der Erwartung, dass sich da zukünftig was ändern wird. Aber zu sagen, es wäre heute ineffizient, trifft nicht zu. Insofern, das, was heute läuft, ist schon ganz gut. 98% der Erneuerbaren im Straßenverkehr sind Biokraftstoffe. Wir freuen uns in gewisser Weise auf den Wettbewerb. An der Stelle würde ich gerne eine Frage von Martin Burt einspeisen, die zu sehen ist. Und weil Sie es gerade schon angesprochen haben, warum diskutieren wir immer nur über Autos und nehmen hin, dass der Luftverkehr lächerliche 2% erneuerbare Kraftstoffe bis 2030 einsetzen muss? Herr Grundmann, ist das auch eine Schraube, an der Sie drehen wollen? Das ist ein Bereich, ein Hebel, wo wir auch noch viel ambitionierter werden möchten. Wir sehen hier nur eben eine Schwierigkeit, und das haben wir schon häufiger gesehen, dass wir hier uns im internationalen Wettbewerb befinden. Und wenn wir für unsere Airlines, für unsere Fluggesellschaften mit entsprechenden höheren Beimischungsquoten sehr schnell starten würden, dann ist das ein eklatanter Wettbewerbsnachteil und führt ausschließlich dazu, dass wir zu einer Verlagerung in andere Länder einen Beitrag leisten. Deswegen auch hier, ich bin ein bekennender Europäer, hier müssen wir europäische Lösungen finden, noch besser darüber hinausgehende Lösungen, aber dass wir natürlich auch den Flugverkehr perspektivisch klimaneutral bekommen wollen. Ebenso, ich komme von der Küste und bin Vorsitzender der Küstenparlamentarier im Bereich der Seeschifffahrt, nicht nur bei den Kreuzfahrtschiffen, sondern eben auch bei den großen Containerfrachtern und Balkan etwas tun müssen. Das liegt klar auf der Hand. Vielen Dank, Frau Nestle, dazu. Ja, gerne. Wenn ich darf, vielleicht auch gleich noch zu ein paar von den Punkten. Herr Baumann hatte mich ja angesprochen, aber dann erstmal hier direkt. Also ich würde erst einmal vorweg sagen, die Mobilität ist aus meiner Sicht einer der Bereiche, der weniger stark im internationalen Wettbewerb steht, weil die Leute irgendwo Bestimmtes hinwollen. Ja? Also man kann ja nicht einfach nach Afrika fliegen, wenn man nach München will.
Von daher freue ich mich aber auch über Ihren europäischen Gedanken und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich auf Europaebene sehr stark für eine 10-prozentige nachhaltige Kerosinquote einsetzen würden. Weil dann ist wirklich jeder Wettbewerbsnachteil weg. Ja, also kein Mensch fliegt nach Afrika, wenn er nach Europa will. Das steht schlichtweg nicht im internationalen Wettbewerb der europäische Flugverkehr. Deswegen wäre es ein leichtes, da eine höhere Quote einzubauen. Ansonsten wollte ich gerne noch einmal, Sie meinten ja eben, ja, man darf kein künstliches Entweder-Oder machen beim Pkw-Verkehr. Das ist nicht künstlich, ja, sondern es ist die urtiefste Aufgabe von Politik zu gestalten und zu regieren, da wo Entscheidungen zu treffen sind. Und ich, mein Eindruck ist, dass es eines der größten Probleme dieser Energiepolitik ist. Und eigentlich ist es angesichts der Klimakrise ähnlich wie angesichts der Corona-Krise, dass sie dort, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, ganz oft auf diesen Satz zurückfallen und sagen, ach, wir wollen kein künstliches Entweder-Oder. Ja, wir entscheiden mal lieber nichts. Man kann im Angesicht einer Krise nicht einfach ohne Entscheidung durchkommen, sondern man muss regieren. Und das gilt hier genauso, weil das Gesamtsystem sicher, ja, innerhalb von kurzer Zeit, ein, zwei Jahrzehnte sicher in einen neuen Zustand überführt werden muss. Und das geht eben nicht, indem man einfach zuguckt und abwartet. Herr Baumann, darf ich noch ganz kurz, Frau Heutinghausen? Ja, super, danke schön. Sie hatten mich ja angesprochen. Also zum einen, ja, natürlich muss man viel mehr erneuerbaren Strom zubauen. Ja, da bin ich auch absolut bei Ihnen. Und das ist ja eben ein Desaster, dass der Zubau so eingebrochen ist und dass wir viel mehr brauchen und nicht viel weniger. Und ich wäre entsprechend auch nicht dafür, zu sagen, jetzt die Biokraftstoffe, die müssen nächstes Jahr raus. Ja, aber ich glaube schon, dass eben eine gewisse Ehrlichkeit hilft Ihnen ja auch. Ja, also wenn Sie wissen, wo es hingeht und auf was Sie sich einstellen müssen. Und da sind eben die Punkte, die Frau Saar gerade genannt hat, die sind eben ernst zu nehmen, ja, und die werden auch bleiben. Und das hilft nichts, da so außen rum zu gehen. Und ja, also Rapsanbau muss sicherlich nicht auf null, ja, das will ich nicht sagen, aber genau wie der Punkt eben, ja, muss das in Pkw, haben wir da nicht andere Dinge. Dankeschön. Ich würde gerne genau zu der Frage, wie viel können wir denn eigentlich ersetzen, zwei Fragen zusammenfassen, einmal von Herrn Purucker und einmal nochmal von Herrn Burth. Und diese Fragen gerne sowohl an Frau Saar als auch an Herrn Baumann stellen. Die beiden Fragen nämlich, reicht denn die Anbaufläche in Deutschland aus, um eins der diskutierten Einsatzgebiete, also wir haben es eben Flugverkehr, Schiffe, Pkw und so weiter, abzudecken? Beziehungsweise, und die zweite Frage war eben so ähnlich. Also wie groß sind, und ich würde das gerne mal von Ihnen beiden gegeneinander stellen, wie groß sind denn die Potenziale? Frau Saar, vielleicht möchten Sie anfangen? Also wenn Sie jetzt konkrete Zahlen von mir hören wollen, dann ist Herr Baumann sicherlich besser aufgestellt. Ich würde mal sagen, die Frage ist vielleicht auch nicht ganz, es ist sicherlich nicht möglich, den heimischen Energiebedarf heute mit hier produzierten Energieträgern zu versorgen. Also da, und das gilt eigentlich auch, wenn wir jetzt sozusagen Richtung Wasserstoff diskutieren, E-Fuels, da ist ganz klar, wir haben immer diese Importperspektive. Ich finde es aber gerade vor diesem Hintergrund, weil eben die Verfügbarkeit begrenzt ist, wichtig auch zu sagen, gerade wenn wir jetzt auch, ja, also wo wollen wir eigentlich auch auf der Bedarfsseite hin? Also nicht nur auf der energetischen Seite, sondern wie müssen wir in den Bestand oder in unsere Mobilitätsstrukturen eingreifen oder wie müssen wir sie künftig gestalten, wenn wir eben auf erneuerbare Energien aus welcher Quelle jetzt auch immer umstellen wollen. Also das Umweltbundesamt sagt zum Beispiel, wir müssen unseren Endenergiebedarf in diesem Sektor um 50% reduzieren bis 2030. Also das ist ambitioniert. Und das kommt mir noch viel, viel zu kurz in dieser Debatte. Also es geht immer darum, wie sonst soll man den Bestand dekarbonisieren, was soll man denn machen und so weiter. Auch mit Blick auf den Flugverkehr. Ich finde diese 2% Biokerosinflotte, das ist eine ganze Menge, was da zustande kommt, wenn man diese Quote tatsächlich bedienen will. Kürzlich hat die CDU-CSU-Fraktion oder Teile der Fraktion ein Papier veröffentlicht, wo es um 5% E-Fuel-Quote für den Pkw-Bereich rauskommt. Das überschreitet oder übersteigt allein die Elektrolyseproduktion, die wir uns insgesamt vorgenommen haben, um ein Vielfaches, nur um dieses Segment zu bedienen. Also von daher denke ich, wenn man die Bedarfe diskutiert, und das ist sicherlich ein richtiger Ansatz, muss man nicht nur gucken, wie viel brauchen wir eventuell auch in anderen Sektoren, wo wir es nicht so einfach substituieren können, wie beim Pkw mit der Batterieelektrik, wobei es da natürlich auch sozusagen Anforderungen geben muss, die es noch nicht gibt,
sondern auch die Frage, wie können wir es schaffen, tatsächlich auch energieärmer unterwegs zu sein. Vielen Dank. Herr Baumann, Sie müssen uns jetzt nicht das vorrechnen, nur so im Groben die Potenziale reichen von der Tendenz her. Und ich würde Ihnen gerne noch eine Frage hinterher reichen, die ich jetzt wieder weggeklickt habe. Da ging es auf jeden Fall darum, dass die Effizienz von Verbrennungsmotoren generell sehr niedrig liegt. Hier ist sie wieder. Der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren liegt nur zwischen 20% und 30%, fragt Lars Roskoden. Und er fragt, ob es allein von dieser Zahl her schon vielleicht die falsche Debatte ist, wie man diese ineffizienten Motoren jetzt irgendwie noch oder mit welchem Kraftstoff man sie befüllt. Also ich möchte mal vorwegschicken, ich fühle mich so ein bisschen nicht ernst genommen, wenn ich nur für die realen Dinge zuständig bin. Ich habe auch durchaus Fähigkeit, Fantasie, ich kann auch Ideologie, also mich jetzt nur hier auf Pragmatismus festzulegen, finde ich etwas eng. Aber ich mache das natürlich hier in dieser Runde. Also, um mal die Dimensionen zu sehen. Begrenzung des Tempos, Tempolimits, 120 Stundenkilometer auf den verbliebenen deutschen Autobahnen, Größenordnung 2,6 Millionen Tonnen, Größenordnung Biokraftstoffeinsatz letztes Jahr nach der geltenden Systematik BLE-Zahlen zwischen 12 und 13 Millionen Tonnen. Also es ist kein Argument gegen ein Tempolimit vorsah. Es ist aber kein Argument, um zu sagen, Biokraftstoffe könnte man möglicherweise verzichtbar machen, so einfach. Ich habe manchmal den Eindruck, meine Argumente kommen nicht bei allen an. Ich hoffe, dass es im Publikum besser ankommt. Also wenn IPCC sagt, dass ILUC-Faktoren nicht anrechenbar sein sollten, dann frage ich mich, mit welcher wissenschaftlichen Autorität Sie dann um die Ecke kommen und ILUC. Herr Baumann, wir hatten hier ja zwei ganz konkrete Fragen aus dem Publikum. Das eine war die Effizienz der Verbrennungsmotoren und das andere war, dass Sie nochmal die Frage beantworten, wie hoch Sie die Potenziale sehen, um in einem der Felder eine nennenswerte Substitution hinzubekommen. Also kommen wir zur Substitution. Das finde ich auch amüsant. Wenn wir mit der Argumentation anfangen, zu sagen, ich möchte einen Sektor komplett substituieren, dann dürfte ich ja mit erneuerbaren Strom auch nicht anfangen. Also ich finde das etwas schräg. Ich nehme das mal als informative Frage, ich beantworte die Ihnen gleich noch. Aber es kann nicht sein, dass wir hier anfangen zu sagen, 5% Marktanteil an einem riesigen Kraftstoffabsatz, das wollen wir nicht. Wir haben zwar auch nichts anderes, aber die 5%, die nehmen wir nicht mit. Gut, also die Möglichkeit, mehr Biokraftstoffe, konventionelle, andere Biomasse-basierte zu nutzen, als wir es heute tun, die kann man wissenschaftlich diskutieren. Es gibt aber eine politische Vorgabe und die lautet, die Bundesregierung möchte den heutigen Beitrag von anbaubiomassebasierten Biokraftstoffen bis 2030 beibehalten, weil sie den für den Klimaschutzbeitrag braucht. Sonst müssten sie nämlich wieder anfangen, eine Alternative zu holen, die real Treibhausgase einsparen. Also diskutiere ich darüber, dass wir die heutigen Mengen beibehalten. Und das sind deutsche Produktion 3,5 Millionen Tonnen Biodiesel, die kommen natürlich nicht alle aus deutschem Anbau, aber der Großteil europäische Rohstoffe. Palmölausschluss, das ist übrigens, Frau Dr. Nestle, da rennen Sie ja ein großes Scheunentor ein, das ist ja schon längst beschlossen. Und ob wir jetzt ein Jahr früher oder später das machen, das wird der Bundestag noch beschließen, aber letztlich High-ILUC Rohstoffe, also korrekt gesprochen, solche mit hohen Rodungstendenzen in der Vergangenheit, werden ausgeschlossen. Ja, okay, also dann müssen wir darüber gar nicht mehr diskutieren. Die Frage mit dem Wirkungsgrad beim Verbrennungsmotor drehe ich mal um. Ja, die ist gering und die ist natürlich höher beim Elektromotor. Völlig richtig. Aber wenn wir heute sagen, wir verzichten auf den Einsatz von Biokraftstoffen im Verbrennungsmotor oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen, dann bedeutet das, dass wir da 100% fossil einsetzen. Ja, denn der Wirkungsgrad ist für den fossilen Kraftstoff genauso schlecht. Das ist keine Frage des Biokraftstoffs, sondern es ist eine Frage des Motors. Und dass wir im Pkw-Sektor, Frau Dr. Nestle und Frau Saar, zukünftig eine sehr starke Elektrifizierung haben werden, das ist völlig klar. Die reicht aber bis 2030 nach unserer Einschätzung nicht aus, um das Klimaschutzziel im Verkehr zu erreichen. Punkt 1. Punkt 2. Wenn wir mit dem heutigen, was wir heute schon tun, alle mit Biokraftstoffen, wenn wir damit mehr leisten könnten, zum Beispiel nach 2030, wenn der gesamte Pkw-Sektor einen hohen Anteil von Elektrofahrzeugen hat, wenn wir noch mehr machen können, ja wunderbar. Ich meine, wir haben ein Klima-, ein CO2-Budget. Es gibt nicht nur das Fernziel Treibhausgasneutralität 2050, sondern es gibt auch ein Klimabudget. Und Sie haben es ja erwähnt, IPCC, Frau Saar, 2030 ist kritisch. Jetzt darüber zu debattieren, ist wegzunehmen, was bis 2030 nach
unserer Einschätzung den größten Beitrag zur Treibhausgasminderung im Straßenverkehr leisten kann, das finde ich dann doch reichlich kühn. Luftverkehr, ganz kurz noch Anmerkung, warum macht man was im Straßenverkehr, nicht im Luftverkehr? Zum einen regulatorisch, Luftverkehr ist transkontinental, hauptsächlich von den Mengen, von den angesetzten Treibstoffmengen. Und zweitens, die Energiemenge, die Verhältnisse sind so, dass für Deutschland der Straßenverkehr über alles dominiert. Also das heißt nicht, man solle nichts machen im Luftverkehr, aber der Riesenhebel ist natürlich der Straßenverkehr. Ich würde gerne Ihnen noch kurz eine zweite, auch sehr hiesige Frage, Herr Baumann, leider nachstellen, die ein anonymer Zuschauer hier gestellt hat. Und zwar fragt er nach, ob die Quoten für Biogas und Biomethan reichen, um in diesem Gesetz, um als Anreiz für diese Flotte gelten zu können. Wenn das jetzt zu unklar formuliert war, kann ich das auch nochmal vorlesen? Nein, ich bin noch begabt in der Eisegese. Also ich Eisegese und Exegese machen wir im Büro täglich. Biomethan ist ein Kraftstoff, der heute noch relativ wenig beiträgt, anteilig und mengenmäßig, der aber Potenzial hat zu wachsen. Natürlich nicht, um einen kompletten Sektor zu bedienen. Der wird also auch nicht allen Straßengüterverkehr bedienen können, genauso wie Biodiesel oder Ethanol. Insofern ist das aber ein erhebliches Potenzial über Flüssiggas, verflüssigtes Biomethan. Und wir sehen, wenn wir jetzt in die Tiefen der Regulatorik gehen, diese Unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe, Anhang 9 Teil A der Richtlinie, hat ja eine Liste von Rohstoffen, die eingesetzt werden können. Und nach unserer Einschätzung werden die Rohstoffe zum großen Teil zu Biomethan verarbeitet werden können, kostengünstig. Es gibt natürlich auch zig andere fortschrittliche Biokraftstoffe, aber Biomethan spielt eine große Rolle. Und wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, in den letzten Jahren, dass das hochgefahren ist. Das ist auch, was die Vario macht von Herrn Sauter. Wir haben jetzt diesen grotesken Zustand, dass weniger Biomethan abgefordert wird, als eigentlich eingesetzt werden, das produziert worden ist, das eingesetzt werden könnte. Warum? Weil die alte Regulierung auch die anteilige Anrechnung von fossilen Gasen erlaubte, die weniger Treibhausgas emittieren als Benzin und Diesel. Das war etwas unglücklich, weil gleichzeitig nicht die Treibhausgasquote hochgestuft wurde. Damit haben wir im Erdgasnetz Biomethan geparkt, was noch entnommen werden müsste. Es staut sich also schon. Insofern sollte nach unserer Auffassung diese Unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe sofort erhöht werden und dann noch höher gehen. Wir denken, dass Deutschland 3,5% im Jahr 2030 erfüllen kann. Und da würde Biomethan einen erheblichen Anteil von leisten. Vielen Dank, Frau Nestle und Herr Grundmann. Sie werden hier angesprochen in einer Frage von Herrn Remle, die noch in diese ganze Potenzialthematik reingreift. Und zwar fragt er, der Ansatz erneuerbare, ich lese das jetzt einfach mal vor, dann ist es klarer, der Ansatz erneuerbare Kraftstoffe primär in Sektoren einzusetzen, in denen batterieelektrische Antriebe nur schwer möglich sind, ist sicher richtig. Wie können Anreize geschaffen werden, dass in diesen Sektoren zum Beispiel Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Baumaschinen und so weiter, künftig erneuerbare Reinkraftstoffe zum Einsatz kommen? Also diese Reinkraftstoffkosten seien mit der, nein, die Kraftstoffkosten mit der gegenwärtigen Besteuerung sprechen dagegen, schreibt Herr Remmele. Frau Nestle, vielleicht Sie zuerst? Ja, also ich finde es tatsächlich gar nicht ganz dumm, die Technologieentwicklungskosten am Anfang über den Flugverkehr relativ stark abzuwickeln. Ja? Also im Moment haben wir ja definitiv mehr fossile Treibstoffe, die in schwer elektrifizierbaren Bereichen sind, als wir kurzfristig an E- und Biofuels haben. Ja, es geht ja nicht um Biokraftstoffe, es geht ja auch um E-Kraftstoffe. Da kann man eben auch einfach erstmal mit einer großen Quote im Luftverkehr reingehen, damit die Kosten da getragen werden. Das Fliegen ist sowieso eher günstig im Vergleich zu den Klimafolgen. Dann wird man auch sehen, zu welchen Kosten zum Beispiel Synfuels bei uns importiert werden können, die aus Wüstenregionen kommen und erneuerbaren Strom hergestellt worden sind und das sukzessive auf die anderen Sektoren ausweiten, zumal da ja noch, ich glaube, so die Grenze, bis wohin man es gerne elektromobil machen will und wo man mit Kraftstoffen reingeht, die ist ja noch gar nicht so ganz klar, aber im Flugverkehr ist sie ausgesprochen klar. Aber ich würde vielleicht sonst auch noch einmal gerne den Gedanken, den Dorothee Saar vorhin eingebracht hat, mit der Effizienz auch nochmal unterstützend einbringen. Ja, ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, dass wir insgesamt eben dafür sorgen, dass wir effizienten Verkehr haben,
Und jetzt komme ich doch wieder gerade nochmal zum Pkw-Bereich zurück. Also ich bin überzeugt davon, dass man mit Autos, die halb so viel Sprit verbrauchen wie der Durchschnitt heute, ja sehr gut unsere Mobilität bedienen kann. Dann fahren wir eben nicht mit dem SUV, es fahren auch heute nicht alle mit dem SUV. Aber also dieses Bedürfnis, uns und die Dinge, die wir eben gerade transportieren müssen, von A nach B zu bringen, das könnte man mit sehr, sehr viel effizienteren Autos hinbekommen. Ja, würden die halb so viel Sprit verbrauchen, hätten wir 50% gespart. Das ist 10-mal so viel, wie wir im Moment mit Biokraftstoffen machen. Das heißt, das ist einfach der ganz entscheidende Punkt, den man nicht aus dem Blick lassen darf. Danke. Herr Grundmann, brauchen wir einen reinen Kraftstoffmarkt? Also zunächst einmal, wir müssen allumfassend uns technologieoffen aufstellen. Wir sollten uns hier nicht zu sehr auf bestimmte Sparten und bestimmte Technologien festlegen, sondern insgesamt open-mind unterwegs sein. Und in vielen Bereichen haben wir ja noch überhaupt gar keine Festlegung, in welche Richtung es sich entwickelt. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem Motorenhersteller, der Wasserstoffmotoren herstellen will, im Bereich der Land- und Baumaschinen. Das ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite muss es natürlich auch erstmal Lösungsansätze geben, um diese Kraftstoffe zu den Nutzungsorten zu bringen. Wenn Sie einen großen Kran haben, wenn Sie einen Bagger haben, wenn Sie eine Landmaschine haben, dann sind die in der Regel nicht so mobil, dass Sie regelmäßig zu einer Tankstelle fahren. Beispielsweise, ich komme aus der Stadt Stade, die nächste Wasserstofftankstelle ist 50 Kilometer entfernt. Ähnliches stellt sich im Bereich der batterieelektrischen Betankungsmöglichkeiten dar. Zwar ist das Netz schon deutlich besser ausgebaut. Und ein drittes Beispiel ist der Ausbau momentan der LNG-Tankstellenstruktur in Deutschland. Ich glaube, wir haben jetzt so ungefähr 50 Tankstellen. Diese Fahrzeugtechnologie ist super. Die LKWs mit LNG-Antrieben, die sparen schon ganz erheblich CO2 ein. Und wenn wir grünes LNG verwenden würden, also grünes Methan, dann würde es eben einen kompletten fossilen CO2-Ausstoß bedeuten. Also deswegen Technologieoffenheit und deswegen auch keine Festlegung speziell auf Reinkraftstoffe auf ganz bestimmte, in ganz bestimmten Anwendungsfeldern. Wir müssen halt insgesamt schauen, durch die CO2-Bepreisung wird es auch dazu führen, dass wir bestimmte andere Dinge wiederum befördern. Und ein Argument nochmal, wenn Frau Nestle hier, also erstmal, ich glaube, die Grünen-Wähler sind diejenigen, die die meisten Urlaubsreisen durchführen. Da gibt es entsprechende Befragungen, auch Flugreisen. Ist ja schön, dass diese grünen Wähler auch alle so einkommensstark sind. Ich habe auch nichts dagegen, dass insgesamt bestimmte Bereiche teurer werden. Nur eins müssen wir feststellen. Wir haben mittlerweile ein ausgetretenes EU-Land, das ist Großbritannien, das liegt direkt vor unserer Haustür. Wir haben ein großes Luftdrehkreuz in der Türkei und wir haben ein weiteres großes Luftdrehkreuz im Nahen Osten mit Flugzeiten von teilweise nur 2 Stunden oder nach England sind es nicht mal 1 Stunde, wo dann die Umstiege stattfinden. Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten wollen, unsere gesamten Airlines, die momentan schon auf tönernen Füßen stehen, aufgrund der Airline-Situation, jetzt im Grunde den Garaus zu machen, dann müssen wir nur sagen, alle europäischen und nur ausschließlich die europäischen Airlines müssen jetzt entsprechende synthetische Kraftstoffe zumischen. Wenn Sie sagen 10%, dann bedeutet das, da bin ich mir sicher, das Ende zahlreicher Fluggesellschaften. Und da bin ich ganz klar dagegen. Da müssen wir Lösungen finden, wo wir insgesamt eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes herbeiführen, aber dabei nicht Deutschland wettbewerblich benachteiligen. Über die Zukunft der Fluglinien und wie wir uns die vorstellen, würde ich gern später mit Ihnen noch sprechen. Jetzt noch mal ganz kurz aus diesem Bereich eine Frage an Frau Saar von einem anonymen Zuschauer. Und zwar fragt er, wie Sie die seit Jahren geltenden staatlich überwachten Nachhaltigkeitszertifizierungen für Biokraftstoffe einschätzen, die derzeitig überarbeitet werden. Haben diese eine Wirkung, haben diese keine Wirkung entfaltet? Wo liegen die Probleme aus Sicht der DUH? Ja, die Zertifikate. Also es ist sicherlich eine gute Geschichte gewesen, dass es überhaupt sozusagen diese Nachhaltigkeitskriterien, dass sie eingeführt worden sind für die Verwendung als Kraftstoff, also jetzt Palmöl als Kraftstoff, wenn das verwendet wird oder wenn es zur Anrechnung kommen soll, dann muss es ja zertifiziert sein.
Wir erinnern uns an eine wirklich lange Phase der Etablierung dieser Systeme. Wir erinnern uns an sehr kritische Diskussionen, wie transparent das ist, wie nachvollziehbar das ist, welche Rolle große Produzenten versus kleine Produzenten gespielt haben. Also ich sage mal so, ohne Nachhaltigkeitskriterien geht es nicht. Das gilt auch für künftige Kraftstoffe, die wir einführen wollen, Stichwort grüner Wasserstoff. Dennoch würde ich sagen, das Problem also nach wie vor wird Regenwald gerodet, um Palmöl anzubauen. Das will ich jetzt nicht alles sozusagen dem Palmöl im Diesel überhelfen, aber es zeigt einfach, dass es ein Instrument ist, ohne dass es nicht geht, aber dass es auch ein Instrument ist, das jetzt nicht uns von allen Sorgen befreit, sondern es ist einfach sehr aufwendig, die Umsetzung dieser Zertifikate zu kontrollieren und sie so zu machen, dass sie auch kontrollierbar sind, sozusagen, dass man tatsächlich dann vor Ort auch nachschauen kann, habe ich jetzt hier den Kleinbauern, der sozusagen unter Beachtung der entsprechenden Kriterien das Produkt produziert oder nicht? Was war auf der Fläche? Also es ist ein sehr komplexes, sehr weites Thema, aber wie gesagt, ohne geht es nicht, aber es enthebt uns nicht der Sorgfalt. Alles klar, vielen Dank. Wir haben eine ganze Reihe Fragen zum Thema Elektromobilität und Wasserstoff gar nicht mal so, aber Elektromobilität hier bekommen. Und darum würde ich gerne einen kurzen Input einspielen, und zwar aus der Wissenschaft von Herrn Achim Kampka. Er hat den Lehrstuhl an der RWTH Aachen, das muss ich ablesen, Production Engineering of E-Mobility Components. Also er befasst sich mit Elektromobilität an der Uni in Aachen und er ist vor allen Dingen dadurch auch sehr bekannt geworden, dass er den Street Scooter mitgegründet hat damals. Und was er zum Thema zu sagen hat, das hören wir jetzt sehr gerne. Sehr gerne. Aus Sicht der Volkswirtschaft ist es nun wichtig, dass der Staat an mehreren Stellen angreift. Das eine ist natürlich, Innovation voranzutreiben, damit wir eine Differenzierung haben im elektrischen Antriebsstrang. Dann aber auch einen Fokus auf die Skalierung, also auf die Produktionsprozesse, Produktionstechnologie und auf die gesamte Wertschöpfungskette zu setzen, damit auch möglichst viele Arbeitsplätze schlussendlich hier bei uns in Deutschland, in Europa entstehen. Die Marktanreize, um ein stabiles Marktumfeld zu schaffen, ist auch herausragend wichtig und dann eben die Infrastruktur als letzten Block, damit ich aus dieser Henne- und Ei-Falle herauskomme. Ja, die Henne- und Ei-Falle, Herr Grundmann. Also damit ist ja gemeint, wir haben nicht die attraktive Infrastruktur, dass es sich lohnt oder dass es das attraktiv macht, ein Elektroauto zu kaufen. Aber ohne eine ausreichende Zahl von Elektroautos lohnt es sich auch irgendwie nicht, die Infrastruktur aufzubauen. Wie wollen oder wie ist Ihre Idee, aus dieser Falle herauszukommen? Naja, ich habe es eben ja schon angesprochen. NRI-Problem, Ladeinfrastruktur beziehungsweise Infrastruktur schlechthin. Wenn Sie den Menschen keine Möglichkeit geben, mit ihren Fahrzeugen von A nach B zu kommen, das heißt, sie zu betanken oder sie zu beladen, dann ist das unattraktiv. Und einer der großen Argumente, der Gegenargumente gegen die Elektromobilität aus Kundensicht war bisher oder ist bisher häufig die Sorge, dass man sein Fahrzeug nicht geladen bekommt. Deswegen hat die Bundesregierung derzeit ein großes Förderprogramm ins Schaufenster gestellt. Es sind schon Millionen von Anträgen gestellt worden. Man kann sich beispielsweise eine Ladebox zu Hause installieren lassen. Man kriegt einen Zuschuss von 900 Euro pro Ladebox. Das reicht sogar meistens gemeinhin für die Installation ohne weitere große Kosten. Wir machen jetzt die Mehrfachanrechnung. Darüber können wir diskutieren. Also wir sind ganz klar für einen Aufwuchs, für eine viel stärkeres Ambitionsniveau im Bereich der regenerativen Kraftstoffe. Wenn das nicht gelingen sollte, auch für eine Verstetigung, wenn das nicht gelingen sollte, dann muss man eben nochmal darüber nachdenken, ob wir tatsächlich Mehrfachanrechnungen wollen, ob wir die zulassen. Nur die Mehrfachanrechnung, die machen wir an sich deswegen,
um damit das Beladungsnetz in Deutschland zu bezahlen, also die Tankstellen zu bezahlen. Und das Gleiche gilt für LNG-Tankstellen. Die müssen auch geschaffen werden. Das muss alles auch mit starken staatlichen Förderungen gezielt gefördert werden, ebenso im Bereich Wasserstoff. Ich selber bin schon so ein Fahrzeug gefahren, den GLC F-Cell. Tolles Auto, nur leider gibt es so gut wie keine Tankstellen dafür. Dann setzt sich sowas im Markt auch nicht durch. Also das ist das A und O. Und nebenher natürlich auch Technologieförderung. Das ist sehr wichtig, weil ich bin der festen Überzeugung, dass im Bereich der Brennstoffzellentechnologie noch ungeahnte Potenziale schlummern. In jedem Fall im Bereich der Schwerlastverkehre. Wir müssen den gesamten Schwerlastbereich ersetzen. Ich glaube im Leben nicht daran, dass wir das batterieelektrisch werden lösen können, die ganzen LKWs zu ersetzen, weil dann werden wir zukünftig nur noch schwere Batterien und leichtes Styropor transportieren können, aber keine schweren Ladegüter mehr. Jedenfalls glaube ich da so lange nicht dran, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Und da müssen wir mit anderen Technologien aufwarten. Das ist zum Beispiel derzeit der LNG-Antrieb, zukünftig dann befeuerbar mit grünem Methan. Tolle Technologie. Wir sparen auf einen Schlag mindestens 20% CO2-Emissionen ein. Das ist super. Und mit der Brennstoffzelle können wir auch richtig was bewegen. Also was ich abschließend sagen möchte, vor allen Dingen, weil die Diskussion ist mir bisher zu wenig geführt worden. Ich verstehe nicht, wie man ausblenden kann, dass wir im Jahr 2030 noch gute 30 bis 40 Millionen Verbrennungsmotoren auf deutschen Straßen haben wird. Nur auf deutschen. Also das sind ja nur die deutschen Fahrzeuge. Und da müssen wir einen klaren Beitrag leisten, um CO2 zu minimieren. Und das können wir heute schon. Auf den Schlag, indem wir Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe in den Markt werfen und damit sofort CO2 in erheblichem Maße einsparen. Frau Saar, bitte dazu und dann Frau Nestle. Vielen Dank. Herr Grundmann, zwei Sachen. Brennstoffzelle im Pkw würde ich mal abwinken. Also denke ich, hat tatsächlich keiner der Hersteller mehr auf dem Schirm. Vielleicht irgendjemand, vielleicht einer der asiatischen, aber auf die deutschen Hersteller sicherlich nicht. Beim LKW gebe ich Ihnen recht. Da gibt es ja auch schon erste Verlautbarungen, MAN und Scania, wenn ich das jetzt richtig weiß. Aber mit der Brennstoffzelle, da waren wir ja 2009 schon auf großen Empfängen, wo sozusagen die modellreifen Fahrzeuge angekündigt wurden und bis heute sind Sie wahrscheinlich mit einem von 10 tatsächlich verfügbaren Fahrzeugen mal gefahren. Das andere ist, ich möchte das nochmal betonen, also es geht überhaupt nicht darum, ich glaube, niemand von uns tut so, als wären wir 2030 alle batterieelektrisch unterwegs mit dem Pkw. Das ist völlig klar. Es wird eine Bestandsflotte geben, die wird einen Verbrennungsmotor haben. Und es geht auch nicht darum, jetzt von heute auf morgen sozusagen auf Biokraftstoffe komplett zu verzichten. Uns geht es darum, sie nicht weiter auszubauen und insbesondere Palmöl und auch Soja sozusagen früher auszusteigen, als wir das bislang im Kabinettsentwurf gesehen haben, weil wir eben diese desaströsen Folgen sehen. Und ich habe es schon mal gesagt, Herr Baumann ist immerhin nicht gegen das Tempolimit, das freut mich schon, aber es gibt natürlich eine Vielzahl anderer Instrumente, die uns tatsächlich heute ja auch schon zur Verfügung stehen, mit denen wir diese Bestandsflotte dekarbonisieren können oder sozusagen den CO2-Ausstoß dieser Flotte reduzieren können. Das ist die fahrleistungsabhängige Pkw-Maut, das ist ein Ende der Subventionierung, ich habe es schon angesprochen, Dieselkraftstoff wird nach wie vor subventioniert. Wir haben eine sehr ungünstige Dienstwagenregulierung, die immer größere, immer höher motorisierte Fahrzeuge auf den Markt bringt, zu günstigen Konditionen für den Halter, insbesondere wenn er das Fahrzeug gewerblich nutzt. Und solange wir das alles machen, finde ich es, wenn ich das so sagen darf, obszön, darüber zu diskutieren, ob wir jetzt noch mehr Raps oder Soja oder sonst was anbauen, um diese Fahrzeuge durch die Gegend zu karren. Also wir brauchen tatsächlich diese ganze Bündel an Maßnahmen. Es ist immer viel die Rede von Technologieoffenheit. Ich würde mir mal die Diskussion über Instrumentenoffenheit wünschen, sodass wir nicht immer nur sagen, wir brauchen das unbedingt, weil uns sonst nichts zur Verfügung steht. Das stimmt einfach nicht. Frau Nestle?
Ja, Herr Grundmann, ich wollte auch gerne Ihren Satz gerade aufnehmen. Sie hatten gesagt, wie man das ausblenden kann, dass es da eine Bestandsflotte geben wird. Und das würde ich sehr gerne an Sie zurückgeben, weil Sie schon jetzt bei der letzten Novelle der Flottengrenzwerte in der EU sich ja massiv dafür eingesetzt haben, dass wir eben gerade keine effizienten Autos bauen. Ja, und wir könnten über Effizienzgewinne in Autos, und ich glaube dann unsere Ingenieure, und es liegen längst gute Modelle vor, ja. Die Ingenieure haben längst viel effizientere Autos erfunden, wenn die nur massiv in den Markt gebracht würden. Da können wir ein Vielfaches der Spriteinsparung, der fossilen Spriteinsparung erbringen, die wir über Biosprit haben. Ein Vielfaches. Aber sie haben es einfach liegen gelassen. Sie haben einfach ausgeblendet, dass wir in 2030 noch Bestandswagen haben werden und dass es eben wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die nicht unnötig Sprit versaufen. Ja, und das wäre auch völlig anders als die E-Fuel-Strategie, würde das auch das Autofahren günstiger machen. Ja, es wäre auch ausgesprochen verbraucherfreundlich. Und deswegen finde ich, Sie haben da einen sehr, sehr, sehr einseitigen Blick. Ja, und weil gerade ja nochmal die Frage war, diesem Henne-Ei-Problem, das ist doch auch noch wieder ein Beispiel dafür, dass Sie mit Ihrem Open-Minded-Ansatz eben irgendwann an Grenzen stoßen. Ja, Politik muss natürlich open-minded sein und sich alles angucken und offen sein und alle Optionen prüfen. Aber sie muss auch irgendwann entscheiden und handeln. Und nein, sie muss nicht drei Infrastrukturen parallel hochziehen, die ein Henne- und Ei-Problem haben, sondern das ist genau einer der Gründe, warum man eben manchmal sich entscheiden muss, warum es zu regieren dazugehört, sich auch zu entscheiden, eben nicht bis zum Ende des Jahrhunderts da open-minded zu sein. Also Frau Holdinghausen, würde ich auch sehr gerne auf diese Flugverkehrsdinge noch eingehen, aber da haben Sie gesagt, später, ne? Genau. Oder lieber gleich, ja, später. Alles klar. Also wenn wir darüber reden, wie, ja, nee, über so eine Mobilitätswende, das würde ich gerne an das Ende stellen, vor allen Dingen, weil Herr Baumann sich auch noch zu diesem Punkt, denke ich mal, gemeldet hatte. Ja, vielen Dank, Frau Holdinghausen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt ein paar Minuten zugehört, den anderen nur und beobachtet, und ich habe den Eindruck, dass Sie mit Graben, Ausheben und mit Grundsatzdebatten beschäftigt sind. Das schätze ich auch, kann ich auch, aber die Frage, die ich jetzt angesichts der Anwesenheit der Teilnahme von zwei Parlamentariern viel interessanter finde, ist, wir haben vom BMU Sektorziele für das Jahr 2030 bekommen. Das heißt, die Ministerien müssen jährlich belegen, ob sie diese Treibhausgasminderung hinbekommen haben. Ansonsten gibt es einen Expertenrat und den Ablauf, der bekannt ist, Gegenmaßnahmen, Sofortmaßnahmen. Bei den Sofortmaßnahmen werden Politiker in der Vergangenheit herausgefordert. Was macht man da? Was macht man im Verkehr? Das heißt, ich möchte einfach den Blick auch darauf werfen, dass wir neben allen Zukunftsperspektiven natürlich auch die Zukunft 2030 angucken müssen. Das ist morgen, so ist der Titel der Veranstaltung. Und was würden Sie also für Maßnahmen ergreifen, für Sofortmaßnahmen, um dieses Ziel zu bekommen, hinzubekommen? Ich stelle mal in den Raum, es gibt Fahrverbote. Das ist ein Mittel, und alles andere ist halt schwer ordnungspolitisch oder steuerpolitisch festzuzurren. Also Frau Saar, ich bin ja bei Ihnen, dass man auch die Fahrleistung und die Anzahl der Fahrzeuge anschauen müsste, aber die werden halt nicht reguliert. Das heißt, die nächste Bundesregierung muss überlegen, wie weit sie da eingreift. Und diese Sektorziele und auch das 2030-Ziel sind halt verbindlich. Das hat Gesetzeswirkung. Insofern möchte ich nur den Blick darauf werfen, darauf lenken, dass wir auch über jetzt wirksame Maßnahmen sprechen müssen. Und da hat Herr Grundmann das Thema Bestand angesprochen. Bestandsfahrzeuge, abgesehen von der Grundsatzdebatte, Wasserstoff, Brennstoffzelle und so weiter, ganz greifbar 2030, und nur der kleine Hinweis. Was meinen Sie mit Gräben ausheben genau? Naja, die Debatte, ob jetzt strombasierte Kraftstoffe schöner sind als batterieelektrische Fahrzeuge, hat ja auch ein bisschen, ist auch eine Kulturfrage, wie man es nennen möchte. Es gibt dazu eine schöne Studie, wo man gesehen hat, wenn man tatsächlich mal die TRG-Bilanzierung und die Wirkungsgrad-Frage näher beleuchtet, dann muss man halt auch vergleichen, wo kommt der Strom her, wo kommt der Strom für ein batterieelektrisches Fahrzeug her, wo kommt der her für strombasierte Kraftstoffe. Also wenn man tatsächlich diese Systematik greift, ähnlich wie bei Biokraftstoffen, Treibhausgasbilanz, Landnutzung und so weiter, dann kommt man nicht immer auf diese einfachen Antworten. Das ist halt die Schwierigkeit in der Politik, Komplexität zu vereinfachen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen zu sehr in Richtung Grabenkampf geht. Und ich habe jetzt keine speziellen Vorlieben für strombasierte Kraftstoffe. Ich will nur sagen, unser Slogan ist eigentlich Elektromobilität und Biokraftstoffe, natürliche Partner. Ja, da, wo sie schlecht elektrifizieren können, wo sie beispielsweise Hybridmotoren haben mit einem Verbrennungsmotoranteil, da sollten sie dann höhere Anteile Biokraftstoffe einsetzen. Ich weise nur darauf hin, wenn man so ein bisschen sich zurücklehnt und die Debatte anschaut, dann
geht vielleicht auch dem einen oder anderen Teilnehmer so, daheim bei dem Bildschirm oder im Büro. Wir müssen auch auf 2030 gucken und da gibt es ganz harte Instrumente und die heißen dann Sofortmaßnahmen jährlich. Das sollte man auch im Kopf behalten. Ja, ich glaube, es geht hier einfach um unterschiedliche Mobilitäts- und Verkehrskonzepte, nicht, die man ja auch vertreten kann, ohne einen Graben zu graben. Insofern, ich hatte hier gar keinen Eindruck. Insofern hätte mich das mal interessiert, wo Sie da hier jetzt Gräben sehen, wo ich nur Konzepte erblicken kann. Aber jetzt muss ich gucken, jetzt schwankt mein Internet. Sehen Sie mich noch? Ja, wie schön. Ich würde Ihnen gerne noch mal, jetzt kann ich das auch wieder sehen, wunderbar, eine Frage reinbringen, weil Sie das gerade schon sagten. Wie ökologisch sind denn eigentlich jeweils die besprochenen Alternativen? Dazu gibt es eine Frage von Herrn Martin Müller, der fragt, wie ist denn der Wissensstand hinsichtlich der ökologischen Bewertung der für Elektromobilität benötigten Speichertechnologien? Im Pkw-Bereich ist das sicherlich der Akku. Frau Saar, möchten Sie das beantworten? Das mache ich gerne. Ich hatte jetzt nur sozusagen auch Herrn Baumann verstanden, dass er insbesondere an Herrn Grundmann, Frau Nestle sozusagen eine konkrete Frage noch gerichtet hat, die noch offen ist. Ich habe sie nämlich, es gab ein kurzes Stocken bei mir in der Tat. Herr Baumann, entschuldigen Sie bitte. An mir vorbeigegangen. Frau Saar hat schon richtig gemerkt, ich habe da einen Ball hingelegt aufs Spielfeld, also wer gerne treten möchte, kann ihn ins Tor befördern. Und ansonsten nur für mich, damit ich damit der Diskussion noch weiter folgen kann. Sagen Sie noch einmal ganz kurz ein Stichwort. Also Sofortmaßnahmen, wenn im Jahr 2021 das Klimaziel Treibhausgasminderung im Verkehr nicht erreicht wird, dann muss die Bundesregierung Gegenmaßnahmen ergreifen. Nach unserer unmaßgeblichen Schätzung 40 Tage Fahrverbot. Das hat schon was Biblisches. Und wenn Sie Biokraftstoffe nicht hätten, dann müssten Sie 22 weitere Tage Fahrverbot hinzufügen. Ich will damit nur sagen, es sind Entscheidungen und Maßnahmen, die jetzt kurzfristig zu treffen sind. Insofern, es gibt nicht nur die Langfristperspektive, es gibt auch die 2030-Ziele und die jährlichen Verpflichtungen. Danke. Vielen Dank, Herr Baumann. Pardon, Frau Nestle. Ja, ich kann da gerne kurz was zu sagen. Und Herr Baumann, Sie haben natürlich absolut recht, dass erstmal sich diesen Fragen auch widmen muss, obwohl es absolut wünschenswert wäre, eine langfristige Strategie zu haben und eben frühzeitig zu regieren und Entscheidungen zu treffen, damit man möglichst nicht jedes Folgejahr wieder in solche Schwierigkeiten kommt und immer wieder sagt, oh Mist, wir haben nichts gemacht, jetzt müssen wir ganz plötzlich ganz drastische Dinge tun, die eigentlich keiner tun will. Sondern was wir natürlich anstreben, ist ein geordneter Übergang, wo man frühzeitig entschieden genug handelt, damit man eben genau in solche Schwierigkeiten nicht kommt. Wenn man dann sofort Maßnahmen ergreifen muss, also erstmal vorweg, ich glaube, keiner hier will die Biokraftstoffe jetzt einfach abschaffen, ja, und dadurch das Problem irgendwie um 50% erhöhen. Ich glaube, es hat auch keiner gesagt. Und ja, ansonsten gibt es natürlich Tempolimit und irgendwie 300-Euro-Tickets im ÖPNV, also um viele Nutzer sozusagen anzureizen, dass sie umsteigen. Aber das wird alles nicht einfach, da gebe ich Ihnen völlig recht. Herr Grundmann, setzen Sie Fahrverbote durch? Also ich bleibe dabei. Wir müssen natürlich alles versuchen, um so etwas zu verhindern. Und wir werden auch alles dafür tun. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch zentral, dass wir neben dem Ausbau von regenerativen Antriebstechnologien uns auch ganz klar stark machen für entsprechende regenerative Kraftstoffe im Bereich der bestehenden Verbrennungsbestandsflotte. Und da müssen wir Gas geben. Und die können wir auf der einen Seite hier, das bevorzugen wir, durch heimische Produktion hier in Deutschland produzieren. Aber wir werden auch nicht umhin kommen, solche Stoffe zukünftig zu importieren. Und hier meine ich ausdrücklich nicht Palmöl oder Pome. Da können wir sehr schnell in meinen Augen aussteigen. Das ist jedenfalls unser Anspruch. Und da führen wir gerade intensive Gespräche mit dem Umweltministerium. Nein, ich meine hier in diesem Falle dann strombasierte Kraftstoffe. Und in diesem Punkt möchte ich ein zentrales Argument bringen, weil das einfach von herausragender Bedeutung ist, was bisher noch überhaupt nicht in der Tiefe in Deutschland diskutiert wird. Wir haben derzeit einen Strombedarf
aus der Steckdose von ungefähr 600 Terawattstunden. Das ist der Strom, den wir in Deutschland derzeit nutzen aus der Steckdose. Und 40-50% können wir davon regenerativ erzeugen in Deutschland. Höchst volatil, aber immerhin. Das ist ein richtig großer Schritt, den wir geschafft haben. Aber der Gesamtenergiebedarf in Deutschland, der beträgt, je nachdem Netto-Brutto-Betrachtung, 2600 Terawattstunden. Das ist der 5- bis 6-fache Anteil dessen, was wir derzeit in Deutschland an reinem Strombedarf haben, weil wir alle fossilen Energieträger in Deutschland substituieren müssen. Alle. Und wenn ich mir derzeit anschaue, dass beispielsweise auf unsere Offshore-Ausbauziele von 40 Gigawatt momentan NABU und BUND beide die Offshore-Ausbauziele bekämpfen und sagen, 40 Gigawatt ist ein Wahnsinn, wir machen allenfalls 15 oder 20 mit. Ich als Vorsitzender eines Regionalplanung- und Umweltausschusses im Landkreis Stade, ich überall Initiativen, häufig auch unterstützt durch NGOs sehe, die den Ausbau von Windparks bekämpfen, dann werden wir das nie im Leben schaffen, allein in Deutschland autark zu werden. Was müssen wir tun? Wir müssen Strom bzw. Energie importieren. Und wenn wir nicht Atomstrom aus dem Ausland importieren wollen, CO2-freien Atomstrom, dann müssen wir regenerative Energien aus dem Nahen Osten, aus Afrika oder aus anderen Regionen der Welt importieren. Und deswegen brauchen wir Importinfrastrukturen. Terminals, wo wir, weil man kann das nicht über die Bahn importieren, Terminals, wo wir diese Kraftstoffe hierher holen. Und da können wir zum Beispiel grünes Methan, Methanol oder andere Energieträger importieren. Und deswegen sind die Ambitionen in Norddeutschland auch so wichtig. Und das ist der letzte Satz. Das bedeutet nicht, dass wir die Regenerativen in Deutschland nicht weiter ausbauen wollen. Aber ich sehe einfach realistisch, dass wir so viele Widerstände haben, dass wir jedenfalls bei weitem nicht das Eigen erzeugen können, was wir in Deutschland brauchen. Und wenn wir das importieren, dann haben wir auch in rauen Mengen synthetische Kraftstoffe für beispielsweise auch den Bereich der Mobilität, wo wir zumindest noch bestehende Fahrzeugflotten mit entsprechenden CO2-neutralen Kraftstoffen befeuern können. Frau Nestle, ich habe gesehen, dass Sie sich gemeldet haben. Nur ganz, eine ganz kurze Nachfrage, Herr Grundmann. Wenn Sie schon diesen wahnsinnigen Energiebedarf vorrechnen, müssten Sie dann nicht ganz bei Frau Saar und auch bei Frau Nestle sein und sagen, wir müssen bei aller Substitutionsdebatte ganz intensiv darüber diskutieren, wie wir diese Gesamtanforderungen einfach senken und ganz stark auf weniger einfach, sage ich jetzt mal, setzen, auf kleinere Fahrzeuge, auf weniger Mobilität, zum Beispiel in Bezug auf Fliegen und so weiter? Also der Verkehrsbereich, der ist im Grunde solch ein minimaler Teil vom großen Ganzen. Wir reden über den Hauswärmebereich, wir reden über die Industrien, wir reden im Grunde über die gesamten Sektoren und Ketten in Deutschland, die wir entsprechend substituieren müssen. Und natürlich ist es auch gut, wenn wir insgesamt den Gürtel enger schnallen und dass wir auch versuchen, mehr auf Effizienz uns zu trimmen und auf Leichtbau und solche Dinge. Nur man muss das immer vom großen Ganzen her betrachten. Ich will Ihnen sagen, ich bin Geschäftsführer eines Unternehmens gewesen. Wir haben ein Recyclingverfahren entwickelt, um carbonfaserverstärkte Kunststoffe zu recyclieren. Wir sind, glaube ich, das einzige Unternehmen auf der Welt gewesen, die es geschafft haben, ein Recyclingverfahren zu entwickeln. Ich kann Ihnen sagen, für den Bereich Glasfasern gibt es bis heute kein Recyclingverfahren. Kein einzig funktionierendes Recyclingverfahren. Wir bauen aber große Rotorblätter aus Glasfasern. Es gibt aber kein Recyclingverfahren dafür. Wir machen jetzt batterieelektrische Mobilität. Und wenn wir ehrlich sind, ich bin dafür, für Batterieelektrik. Wir haben aber derzeit noch keine Recyclingwege dafür. Und wenn wir über den Bezug von entsprechenden Rohstoffen nachdenken, dann müsste man, wenn man natürlich ehrlich ist, auch mal gucken, naja, wo kommt das Zeug denn her? Wie sieht es denn aus mit den Kreislaufstrukturen? Wenn man auf der einen Seite die Kernenergie verdammt und die fossilen Verbrennungstechnologien verdammt, auf der anderen Seite gegen Wasserstoff ist, gegen Gas, gegen ich weiß nicht was, was da vorhin Frau Saar, wogegen sie sich alles ausgesprochen hat, dann muss man mal irgendwann die
die Frage beantworten, wofür man dann ist. Und wie das hat Frau Saar schon auch getan, Herr Gründmann. Frau Saar hat schon auch ganz konkrete Vorschläge gemacht. Und dass es keine Kreislaufstrukturen zum Beispiel für Batterien gibt, könnte natürlich auch in der Verantwortung der Bundesregierung liegen. Aber jetzt war erstmal Frau Nestle dran. Ja, danke. Den einen Punkt hatten Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, Herr Gründmann, weil Sie so eindrucksvoll dargestellt haben, wie viel Energie wir insgesamt brauchen für alle Sektoren. Und so ganz nebensächlich ist der Verkehr da nicht. Also wenn wir den kompletten Verkehr mit E-Fuels machen, bräuchten wir, glaube ich, auch den kompletten Strom dafür, den wir heute in Deutschland produzieren. Aber ich kann ja mal versuchen, das positiv aufzugreifen. Ja? Also genau das ist ja der zweite Grund, warum wir glauben, dass Regierung auch manchmal entscheiden und handeln muss. Ja? Weil eben Energie knapp ist. Und dass deshalb, wenn man eine sehr effiziente Technologie hat, die sehr wenig Energie verbraucht, wie E-Mobilität, und eine andere wie E-Fuels, wo irgendwie so 80-90% der Energie verloren gehen, bis man gefahren ist, ja, dass man eben dann auch eine gewisse Verantwortung hat, zu sagen, so wow, ja, es wird schwierig, diesen riesigen, Sie haben es ja selbst beschrieben, ja, wie schwierig es wird. Und genau deshalb achten wir auf Effizienz. Und nein, ja, nur weil wir auf Importe setzen, was wir absolut tun, ja, ich würde mir an vielen Stellen wünschen, dass die Importgeschichten schneller vorangehen, haben wir aber nicht unbegrenzte Mengen. Es gibt sehr viele Länder der Welt, die importieren wollen, und sie sind schon bei 10% Kerosinquote zusammengezuckt. Ja, das ist doch genau das, wo wir die Importe für wollen. Und da, also genau, die Airline-Frage kommt ja vielleicht noch. Ich bin sicher, davon werden wir das intelligent ausgestaltet, davon werden nicht die Airlines pleite gehen. Aber es wird eine ziemliche Herausforderung sein, diese 10% erstmal tatsächlich herzustellen, dafür genug Flächenanbieter etc. pp. Zu finden. Und da kann man eben nicht einfach sagen, ja, das wird in rauen Mengen von irgendwo her regnen, sondern das muss dann schon unterlegt sein mit ein bisschen belastbaren Abschätzungen, wo man das eigentlich alles hernimmt und auch, wer das bezahlen soll. Ja, also man, ich glaube, es kostet dann so 4,50 Euro oder so. Da sind Sie dann bei unserer grünen 5-Mark-Debatte, nur dass es 5 Euro sind pro Liter. Also das ist bestimmt nicht der Weg, ja, der verbraucherfreundlich ist. Ja, wenn die einfach weniger verbrauchen, die Autos, das ist total verbraucherfreundlich. Und auch das ist ja ein Punkt, den man, glaube ich, im Blick behalten sollte. Ich würde hier, es ist jetzt ein bisschen ein Bruch, aber Frau Saar, wollten Sie dazu direkt noch was sagen? Nee, ich würde jetzt gerne sozusagen Ihre Frage von vorhin beantworten. Ganz genau, die wollte ich Ihnen nämlich jetzt gerne noch mal stellen. Haben Sie sie noch im Kopf? Genau, es war die Frage sozusagen umweltrelevante Aspekte bei der Batterietechnologie. Das ist natürlich überhaupt nicht außer Acht zu lassen. Man muss natürlich genau hingucken, wo kommen die Rohstoffe her, wie werden sie abgebaut, unter welchen Bedingungen. Im Grunde genommen haben wir die gleiche Diskussion, die wir ja auch beim Palmöl hatten, die wir aber auch ja bei der Gewinnung von fossilen Quellen, also bei der Ölgewinnung sozusagen haben. Ja, wir haben regelmäßig, also erst vor, wann war das, letzte Woche mit diesem herrenlosen Tanker von Norwegen, aber auch sozusagen, was weiß ich, Nigeria, da weiß ich nicht, ob sich jeder von uns daran erinnert oder erinnern mag, an das ganze Desaster und so weiter. Aber das will ich jetzt alles gar nicht gegeneinander aufrechnen, sondern klar sagen, wir brauchen Nachhaltigkeitskriterien, habe ich ja vorhin schon gesagt, ohne geht es nicht, aber die entlassen uns nicht davon, auch Effizienzkriterien, also Verbrauchsgrenzwerte für Elektrofahrzeuge aufzustellen, anzugeben, weil es nicht sein kann, dass wir diese sensiblen Rohstoffe und das rare Gut erneuerbare Energie in einem 2,5 Tonnen SUV verschwenden. Ja, also ich sage es mal so plastisch, der Porsche Cayenne mit Batterieantrieb kann nicht die Lösung sein. Auch wenn es natürlich individuelle Nutzungsanforderungen gibt, will jetzt gar nicht die Debatte aufmachen vom Förster und so weiter. Vielleicht noch eine Sache zu Herrn Baumann. Das ist ja durchaus keine gefühlte Entscheidung, wie ich sozusagen unterschiedliche Effizienzen bewerte, batterieelektrisch im Gegensatz zu E-Fuel. Da reicht ja sozusagen der Taschenrechner. Es sind ja wirklich viele Studien da, die sagen, wie hoch ist die Effizienz, wie hoch ist der Energieaufwand, wie hoch ist der Flächenaufwand und so weiter und so fort. Aber das vielleicht dazu, also Batterieressourcen heikel. Herr Grundmann hat es ganz richtig gesagt, die Recyclingfrage ist auch noch zu lösen. Da ist sicherlich die Batterienrichtlinie, die derzeit auf EU-Ebene diskutiert wird, auch ein guter Anknüpfungspunkt, um dieses Thema zu konkretisieren. Herr Bockey fragt Sie, Frau Saar, weil Sie gerade schon bei SUV waren mit E-Antrieb, möchten Sie Dienst-Pkw als E-Mobil weiter subventionieren oder auch nicht künftig?
Dienst-Pkw als E-Mobil. Also ich würde auf jeden Fall schon mal die Unterscheidung machen. E-Autos betrachtet die Bundesregierung ja auch inklusive Plug-in-Hybride. Das würde ich auf jeden Fall trennen. Reine Elektrofahrzeuge, da kann man vielleicht noch eine Weile über eine Kaufprämie oder steuerliche Beförderung sprechen. Aber ehrlich gesagt, denke ich, ist schon sehr viel öffentliches Geld in diese ganze Sache geflossen und man sollte auch mal hier sozusagen nach dem Ausgangsschild suchen. Ja, da schließt eine Frage an, der Überförderung eventuell schon sogar in dem Bereich Elektromobilität. Die war gerichtet, glaube ich, an Herrn Grundmann und Frau Nestle. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Wo ist sie? Jetzt finde ich sie nicht. Es wurde gefragt, ob die ganze Elektromobilität nicht schon längst überfördert ist mit der Kaufprämie. Herr Grundmann, Sie hatten es eben schon angesprochen, die Wallbox-Förderung und so weiter. Ist das im Grunde schon zu viel, was der Staat in diesen Antriebsstrang steckt? Ach, hier, jetzt sehe ich es, genau. Ja, ich denke, ich habe es ungefähr so wiedergegeben. Frau Nestle. Ja, also ich denke, Überförderung hat man ja, wenn man Geld gibt, also Förderung gibt für Sachen, die auch ohne die Förderung schon passieren würden. Und die Elektromobilität kommt ja eher zu langsam in Schwung als zu schnell. Deswegen finde ich, das Wort Überförderung trifft es nicht. Man hat ja auch das Problem, dass es auf der anderen Seite so eine Art Unterförderung gibt, die man erstmal ausgleichen muss, weil Strom im Vergleich zu fossilen noch relativ teuer ist, beziehungsweise weil eben die Fossilen noch keinen angemessenen CO2-Preis haben. Ja, also der Markt ist ja einfach nicht korrekt, weil die kompletten Klimakosten, aber auch viele andere Folgenkosten, viele Tote durch Lärm etc. pp. nicht mitgerechnet werden oder in den Kosten nicht auftauchen. Und deswegen muss man dann, wenn man das wieder gerade stellen will, halt auch wieder mit relativ brachialen Mitteln reingehen. In dem Sinne würde ich sagen, nein, es ist keine Überförderung. Aber es wäre sehr wünschenswert, dass insgesamt die externen Kosten endlich mal internalisiert würden. Und dann bräuchte man auch viel weniger Förderung. Herr Grundmann, vielleicht noch ganz kurz. Also sofern der CO2-Preis sich weiter entwickelt in die beschlossene Richtung oder wahrscheinlich auch noch es zu Sprüngen kommen wird, was ich erwarte, spätestens nach dem September, könnte ich mir vorstellen, dass dort ein neuer Regierungspartner dort sehr intensive Forderungen stellt. Das wird dann auch zu einer entsprechenden Klarheit im Markt führen. Also vor dem Hintergrund, ich sehe jetzt die Förderung für die Elektromobilität nicht mehr von langer Dauer. Wir haben da in der Tat schon viel Geld reingesteckt. Auf der anderen Seite hätten wir es nicht getan, dann wären wir überhaupt nicht vorangekommen. Und das ist jetzt ein wichtiges Pampern, um ein Vertrauen der Verbraucher hinzubekommen oder Anreize zu schaffen, dass sie in diese Technologie investieren. Ich war vorher immer ein großer Skeptiker. Mittlerweile muss ich sagen, batterieelektrische Mobilität hat absolut seinen Anspruch. Aber ich stehe weiterhin für eine Technologieoffenheit. So, das eine ist gut und das andere, das muss man deswegen nicht lassen. Nachher soll der Markt entscheiden. Alles klar. Wir könnten an der Stelle noch ewig weiter diskutieren. Ich würde gerne aber, wie angekündigt, noch mal einen Schritt weiter gehen und diskutieren, wie stellen wir uns denn generell eigentlich den Verkehr 2030 meinetwegen vor. Und auch zu der Frage haben wir einen kleinen Input für Sie vorbereitet, und zwar von Frau Lisa Ruhrort. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und was sie zu dem Thema zu sagen hat, das hören wir jetzt. Die Corona-Pandemie ist natürlich in jeglicher Hinsicht verheerend. Dennoch möchte ich drei Chancen aufzeigen, die sich daraus aus verkehrspolitischer Sicht ergeben. Erstens, für eine Mobilitätswende müssen wir ein gutes Leben mit weniger Verkehr zukünftig schaffen. Und Corona zeigt uns, wie das gehen kann, vor allem beim Flugverkehr. Diese Entwicklung müssen wir unbedingt verkehrspolitisch stabilisieren. Zweitens zeigt Corona erstmals, wie wir auch im suburbanen und im ländlichen Raum, also jenseits der Großstädte, ein Leben mit weniger Verkehr ermöglichen können. Und Homeoffice und Coworking Spaces spielen dabei eine zentrale Rolle. Diese muss aber noch weiter institutionalisiert werden. Und drittens sind durch Corona das Fahrrad, die Nahmobilität
und die geteilte Mobilität deutlich wichtiger geworden, vor allem in den Städten. Jetzt ist es an der Zeit, da den Platz für den Autoverkehr deutlich stärker zurückzubauen und gleichzeitig den öffentlichen Verkehr besser mit Shared Mobility Angeboten zu vernetzen. Vielen Dank. Ich knister hier im Hintergrund. Herr Baumann, was denken Sie, ist jetzt eine Spekulationsfrage, wie viel Corona werden wir in unseren Alltag danach mitnehmen? Ich nehme nicht an, dass Sie die psychogenen Schäden meinen oder die Schulden, die wir aufbauen. Nein, ich meine Mobilität. Sie sehen so optimistisch wie unser Videogast. Ich kann die Schlussfolgerung nur zum Teil nachvollziehen. Also was ich auf alle Fälle nachvollziehen kann, die Frage, wie viel Verkehr, wie viel Dienstreisen, wie viel Mobilität tatsächlich, da denke ich, da haben sich die Beschäftigten, da haben sich die Firmen daran gewöhnt, dass mehr über Videokonferenz läuft, dass mehr über Arbeit nach Distanz läuft. Das denke ich schon, dass es einen Einfluss hat. Wenn ich mir jetzt Berlin angucke und den öffentlichen Nahverkehr, den ich regelmäßig nutze und gleichzeitig den Straßenverkehr, dann kann ich einen Rückgang des Straßenverkehrs beim besten Willen nicht so richtig erkennen. Also da wäre mein Optimismus nicht so groß. Wir machen es jetzt mal ganz einfach. Wenn wir tatsächlich zukünftig weniger Verkehr auf der Straße haben, dann ist es möglich, Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben ja sehr begrenzte Mengen Biokraftstoff heute und auch strombasierte Kraftstoffe wären erstmal in begrenzten Mengen vorhanden, speziell im Zeitraum bis 2030. Wir haben jetzt in Deutschland 3,5 Millionen Tonnen Biodiesel in der Produktion pro Jahr. Wir haben aber einen Dieselabsatz von 38, Gott sei Dank, 18 ist Benzin, also 38. Also so viel Diesel, wie Sie sparen können, bis Sie bloß noch Biodiesel einsetzen, das ist gut möglich, sage ich. Das heißt, die Konsequenz wäre ja, den Biokraftstoff in höheren Beimischungen einzusetzen oder als Reinkraftstoff. Gerne auch konzentriert, beispielsweise auf den Straßengüterverkehr, Lieferverkehr, Busse, für die Fahrprofile, wo das besonders geeignet ist. Da bin ich völlig bei Ihnen. Da gibt es auch gar keinen, sagen wir mal, keinen Grabenkampf mit den Damen hier in der Runde. Aber was ganz wichtig ist für die Abgeordneten, das passiert nicht von selbst. Das heißt, die Regularien müssen vorbereitet werden. Die Treibhausgasquote sagt jetzt erstmal nur, welche Anteile Treibhausgasminderung durch welche Energieträger erbracht werden können, gefordert werden können. Aber dann müsste hinzukommen, dass halt eine Steuerreform in Angriff genommen wird. Beispielsweise, das wäre ein Weg. Ordnungsrecht ist auch denkbar, damit man tatsächlich für den Nutzer einen Kostenvorteil darstellt oder mindestens Parität. Denn so wären ja Erneuerbare teurer. Sie sehen ja auch, Elektromobilität ist für den Kunden an sich prohibitiv teuer, es sei denn, die Bundesregierung öffnet das Staatssäckel. Also es müssten, die Aussage ist ganz klar, da sind Änderungen absehbar. Ich wäre nicht so optimistisch, dass sie so groß sind, wie hier in dem Video angedeutet wurde. Wenn man tatsächlich mit verringertem Energiebedarf im Verkehr rechnet, dann kann man den Anteil erneuerbarer Kraftstoffe, Biokraftstoff bis 2030 vorrangig deutlich hochfahren. Natürlich muss dafür aber die Regularien anpassen oder schaffen. Das ist der wichtige Nachsatz. Also wenn ich Frau Ruhrt noch mal einmal nachgefragt ernst nehme und sage, wir haben deutlich weniger Flugverkehr. Wir verlagern ganz viel Verkehr auf öffentlichen Verkehr und Fahrrad. Wir haben generell weniger Verkehr, weil wir eine ganz andere Städteplanung oder Regionalplanung machen, die Leute viel weniger viel weniger pendeln. Dann wäre ja irgendwann die Frage, was Sie brauchen, wäre das nicht einfach eine Perspektive für Ihre Unternehmen, eine transparente, klare Perspektive jenseits des Kraftstoffmarktes? Wenn ich jetzt so von eine klare Perspektive eine dauerhafte höre, jetzt sind Sie Journalistin, aber jetzt das so die letzten Jahre angucke, dann höre ich da so eine feine Ironie raus. Ich glaube, also das, die Frage würde ich jetzt erstmal lächelnd beschweigen und dann kommen wir zur Realität. Schauen Sie sich die Realität in Berlin an. Die Leute warten darauf, in den nächsten Flieger zu steigen und in den Urlaub zu fliegen. Es wird vielleicht im Geschäftsverkehr einen Rückgang geben, aber sie glauben noch nicht im Ernst, dass tatsächlich die Urlaubsreisen einbrechen. Es wird einen Überschwang geben, das zu nutzen wieder. Ich kann mir überlegen, ob ich seltener nach Brüssel fliege.
ich fahre ohnehin häufig mit der Bahn, sag mal mindestens Hälfte, Hälfte. Also ob diese Dienstreisen eingehen. Aber wenn Sie sich eine Stadt wie Berlin angucken, da ist ja nicht, das war ein hoher Anteil Verwaltung, Politik und so weiter. Aber die Leute, die zu ihrer Arbeit jeden Tag hinfahren müssen, die sind doch nicht den Fleischer, den Verkäufer, den Handwerker, die viel fahren. Außendienstmitarbeiter, die werden sich doch nicht im Homeoffice beglücken können. Also, ich würde bezweifeln, dass diese Effekte in diesem Ausmaß kommen. Diese Effekte eines starken Rückgangs des Verkehrs passieren dann, wenn sich Verkehr verteuert. Ja, und das ist sicherlich auch ein politischer Plan, Verkehr zu verteuern. Aber ich würde nicht glauben, dass jetzt, und Sie kommen mal mit dem Luftverkehr, das ist alles ganz schön. Nur der Vergleich, Sie haben, weiß ich nicht, 18 oder 19 des Energiebedarfs sind Straßenverkehr. Da sind die Flüge, die können wir gedanklich erstmal ganz kurz ausblenden. Ja? Der Löwenanteil ist Straßenverkehr. Und das, was wir durch Corona gesehen haben, das hat die Wissenschaft eben ein bisschen ausgeblendet, ist ein stärkerer Lieferverkehr, weil die Leute sich das Zeug nach Hause liefern lassen. So was gab es früher nicht. Bei uns kommt jetzt jede Woche dreimal hier so ein kleiner Lieferwagen, der den bequemen oder älteren Nachbarn das Essen nach Hause bringt. Und der Lebensmittelladen ist 200 Meter entfernt oder 1200 Meter entfernt. Das heißt, Sie gehen immer davon aus, diese Projektion, dass Verkehrsbedarf, das Mobilitätsinteresse rückläufig ist. Das halte ich für nicht belegt. Ja, die Mobilität wird, speziell wenn sie durch Elektromobilität als sauber gilt, als leise und dann vielleicht auch an irgendeinem fernen Tag, wenn der Strom ganz kostengünstig ist, haben wir ja schon mal bei der Atomkraft, vielleicht wird er diesmal ganz kostengünstig, dann haben Sie einen Rebound-Effekt. Das heißt, Sie haben zwar weniger Emissionen pro zurückgelegter Strecke, aber Sie haben dann halt Mobilität, die zunehmen könnte. Sie haben möglicherweise autonomes Fahren, die alles bequem macht. Wenn ich die Möglichkeit hätte, auf die S-Bahn zu verzichten, die in vielerlei Hinsicht eine Zumutung ist, obwohl ich sie jeden Tag nutze normalerweise, dann würde ich natürlich autonom fahren, ist doch völlig klar. Und dieses Fahrzeug verbraucht Energie, und zwar mehr, als wenn ich mit der S-Bahn fahre. Also dieser Optimismus, den kann ich nicht teilen. Das können wir als ein Szenario, als ein gedankliches uns vorstellen. Aber die Frage, ob unsere Firmen dann die 3,5 Millionen Tonnen Biodiesel, Biomethan, Bioethanol hier in Deutschland produzieren müssen, die finde ich total absurd. Also wir haben 38 Millionen Tonnen Diesel, 18 Millionen Tonnen Benzin, die jetzt verbraucht werden, allein in Deutschland getankt. Bis sie die substituieren, da werden noch einige Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre entfleuchen. Deshalb finde ich solche jüngsten Tagüberlegungen etwas verfrüht. Frau Nestle, ist das nur ein gedankliches Szenario, was Frau Ruhrort da uns präsentiert hat, oder ist das für Sie eine reale Option, den Verkehr, den sie da skizziert hat? Also ich bin schon bei Herrn Baumann. Ich glaube auch nicht, dass es von selber passiert. Ja, dass wir jetzt einfach, also so hatte sie es ja auch nicht dargestellt, dass man jetzt einfach sagen kann, wir hatten Corona, so ein Glück, da haben wir schon mal drei gute Dinge und jetzt ist eigentlich das Problem nur noch halb so groß. Sondern es sind Dinge, die wir ausprobiert haben als Gesamtgesellschaft und wo wir festgestellt haben, dass man anders leben kann, ohne dass einen das ganz furchtbar einschränkt. Also ich glaube, kein Urlaub machen schränkt einen schon ein, aber den Urlaub nicht auf den Kanaren zu machen oder in den Malediven, das schränkt einen jetzt nicht so dramatisch ein. Ja? Und das sind Chancen, die Politik nutzen kann in der weiteren Gestaltung, aber jedenfalls keine, die von selbst kommen. Und vielleicht ist es jetzt der Augenblick, weil wir auch kurz vor Ende sind. Herr Grundmann, könnten wir denn nicht die Kosten für eine höhere Kerosinquote einfach pro Start und Landung umlegen auf alle Airlines, egal innereuropäisch, außereuropäisch? Meinetwegen auch egal, wie weit es ist. Ja, dann hat auch keiner einen Vorteil darüber, über UK zu fliegen. Ich glaube, dass es da Lösungen gibt. Herr Grundmann, wäre das ein Vorschlag? Da können wir noch mal einen intensiven Austausch drüber führen, aber ich glaube, das führt zu weit, weil das wirklich ein hochkomplexes Thema ist und mir das Thema auch zu wichtig ist, als jetzt mit einem Satz zu beantworten. Ich freue mich, wenn wir im Bereich synthetischer Kraftstoffe dort deutlich einen Zuwachs hinbekommen. Ne, der Anfang ist gemacht, aber noch einen deutlichen Zuwachs, aber da liegt der Teufel im Detail. Ansonsten, das, was eben gerade dargestellt wurde, das sind schöne Überlegungen und die funktionieren ja vielleicht in manchen Bereichen auch. Also in meinem Wahlkampfteam gibt es auch welche, die haben Lastenfahrrad bestellt und mit denen soll ich da zukünftig durch die Gegend fahren. Hier in Berlin finde ich das ganz interessant. Carsharing soll hier gut funktionieren.
Ich sehe auf der anderen Seite hier überall diese Smart-Roller, die benutzt werden. Ich gehe hier in Berlin nur zu Fuß oder hin und wieder nehme ich mal ein Auto. Mit diesen Elektrodingern bin ich noch nie gefahren. Da wird es auch Verlagerungseffekte geben. Und ich komme halt aus dem platten Land. Ich kenne die Großstadt hier, aber ich komme aus Stade und dahinter sind dörfliche Strukturen. Und da gibt es keine S- oder U-Bahn und die wird es dort auch nie geben. Da funktioniert nicht mal der Busverkehr, weil sie dort so entfernt liegende Dörfer haben auseinander, dass man da allenfalls mal zukünftig über ein fahrerloses Fahren nachdenken kann, weil derzeit auch alle Bürgerbusse im Grunde nicht so richtig funktionieren. Und das war schon auch außerhalb Corona der Fall. Wir machen da schicke Fotos, aber wenn man dann mal mit den Bürgerinitiativen redet, naja, dann sagen sie schon, im Grunde fährt keiner mit. Also es sind tolle Überlegungen. Ich freue mich auch über jede kluge Idee. Und ich denke, wenn wir zukünftig ja im Grunde auch einen richtigen Richtungswechsel machen hier in Deutschland und auch den Mut haben, mit auch einer neuen Konstellation etwas in eine neue Richtung zu bewegen mit einem Kanzler Söder, dann bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich hätte Sie danach nicht gefragt, Herr Grundmann, hatte ich mir extra vorgenommen. Frau Saar, ist jetzt eine große Frage, aber ich würde es gerne, weil ich den Input auch ganz interessant fand von Frau Reuth, noch mal fragen. Glauben Sie denn, wie Herr Baumann, dass am Ende dieser Pandemie alle völlig begeistert sind, dass sie endlich wieder den Alltag genießen können, den sie vorher hatten? Oder glauben Sie, dass schon die Chance besteht, dass man ein bisschen Suffizienz und Entschleunigung und so weiter mitnimmt? Sowohl als auch. Also ich kann mir vorstellen, dass es sozusagen so einen Peak gibt, wenn man jetzt wieder raus darf oder wann auch immer dieses jetzt ist, dann gebe ich Herrn Baumann vollkommen recht. Alle stehen in den Startlöchern und wollen irgendwie mal Tapetenwechsel haben und ähnlich irgendwo anders als in Brandenburg, also jetzt von Berlin aus sozusagen, oder an der Ostsee Urlaub machen. Eigentlich komme ich sozusagen zurück zu meiner Eingangsthese. Es gibt, wir müssen verschiedenste Instrumente nutzen und alle so schnell nutzen, wie wir können, weil wir eben nicht mehr viel Zeit haben. Und das ist, da bin ich mit den anderen sozusagen völlig eins. Das sind in der Stadt andere Instrumente als im ländlichen Raum. Auch was die Kollegin angesprochen hat, von wegen Digitalisierung im ländlichen Raum. Also wäre mir jetzt auch, also sicherlich gibt es die eine oder andere Ecke, wo man prima auch im ländlichen Raum von zu Hause aus Videokonferenzen starten kann. In dem ländlichen Raum, in dem ich sonst unterwegs bin, naja, vielleicht für 5 Minuten. Dann ist sozusagen das Budget aufgebraucht. Stichwort öffentlicher Verkehr. Wir brauchen eine Rückkehr zum öffentlichen Verkehr. Also ich denke, viele Menschen haben Angst, den öffentlichen Verkehr jetzt zu nutzen. Ja, aus bekannten Gründen. Und ich denke, wir müssen zusehen, dass wir den Ausbau des öffentlichen Verkehrs so hinkriegen, dass man wieder ihn auch nutzen mag. Also nicht nur, dass man ihn nutzen kann, natürlich idealerweise auch auf dem Land, aber dass man ihn eben auch ohne Angst nutzen will. Und dann natürlich, in der Stadt ist vieles einfacher. Ich denke, der Radwegeausbau ist ein ganz starkes Instrument, aber natürlich auch nicht das Einzige, weil nicht alle Fahrrad fahren können oder wollen und weil auch nicht das Wetter immer so geil ist. Also im Grunde genommen, glaube ich, wir waren jetzt, ich hoffe, dass dieser Ausnahmezustand bald aufhört, weil ich es auch nicht wirklich schön finde, auf CO2-Einsparungen zurückzublicken, die jetzt wirklich mit so hohen Kollateralschäden einhergehen. Und wie gesagt, ich denke, Teile davon werden bleiben. Herr Baumann hat es angesprochen. Brüssel muss man nicht jedes Mal hinfahren, kann man auch mal per Videocall machen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass sicherlich auch vielen Menschen sozusagen genau das auch fehlt, ja, nach Brüssel zu fahren oder nach Hamburg oder sonst wo. Vielleicht nicht jede Woche, ich weiß nicht, wie der ihre Frequenz sonst ist, aber wirklich auch mal wieder sozusagen tatsächlich auch eine Dienstreise zu machen, Menschen zu treffen, das alles. Also das möchte ich auch nicht, dass wir jetzt sozusagen, dass das die Schlussfolgerung ist, dass wir jetzt nur noch im Homeoffice sitzen und uns digital austauschen. Weil auch das hinterlässt ja einen CO2-Fußabdruck, über den eigentlich niemand spricht. Das müsste man auch mal, das wäre doch auch mal ein schönes Thema für die nächste Runde. Danke. Wir haben hier
Wir haben hier alle möglichen schönen Themen für nächste Runden, würde ich sagen. Allein Ihre letzte hat schon zwei weitere Veranstaltungen notwendig gemacht eigentlich. Wir sind fast am Ende angekommen. Darum würde ich Ihnen gerne der Reihe nach noch eine Frage stellen, um wirklich jetzt die ganz langfristige Perspektive im Konkreten, wie unsere Veranstaltung das ja eigentlich auch verheißen hatte, aufzumachen. Nämlich, wie stellen Sie sich denn das vor? 2030, wie kommen Sie da zur Arbeit? Wie bewegen Sie sich fort? Ganz konkret. Ich fange einfach mal jetzt auf meinem Bildschirm links unten an und das wäre dann Herr Baumann. Das habe ich mir gedacht, dass ich bei der Taz. In meiner Jugend habe ich mal in Berlin beim Zeitungsaustragen ausgeholfen. Da hatten wir FAZ und Taz. Mit einer anderen Auflage damals und ich habe also auch die Taz verteilt. Gut, also wie stelle ich mir den Verkehr in Zukunft vor? Die Fahrt zur Arbeit. Einen funktionierenden Nahverkehr, eine hohe Frequenz, sicher und sauber. Jetzt sind wir eigentlich schon im Land Phantasien, wenn wir jetzt das Land Berlin beziehen. Ich stelle mir vor, ich schieße mal etwas über das Ziel hinaus. Sie haben ein persönliches Treibhausgasbudget. Und Sie können sich entscheiden, ob Sie wenig davon abschmelzen, indem Sie den Nahverkehr nutzen, indem Sie Radfahren, also ansparen. Und ob Sie dann eine Urlaubsreise tätigen mit dem PKW oder was wir häufig machen mit der Bahn. Und dann haben Sie, jetzt bin ich mal weiter, ich beziehe es mal nur auf den Verkehr, aber ich habe jetzt also hätte jetzt im letzten Jahr ja keine Treibhausgase emittiert, weil ich gar nicht groß verreisen konnte. Gar keine langen Reisen machen. Also könnte ich die entweder anhäufen oder ich könnte sie verkaufen. Und Frau Nestle sieht schon so aus, als wenn sie als grüne Politikerin eine weitere Reise plant und dann würde ich dieses THG-Budget verkaufen. Und das ist natürlich ein wunderbarer Push für Biokraftstoffe, weil sie Verkehrsmittel, die mit Biokraftstoffen betrieben werden, geringere Treibhausgasemissionen haben. Insofern kann ich dann also auch davon profitieren, indem ich weniger Budget abschmelze. Das ist mal so die Langzeitvorstellung. Also Biokraftstoffe, das war ja Ihre Frage, Frau Heudinghausen, sind dann auch noch im Markt und beliebter und begehrter als hier zuvor. Ja, meine Frage war eigentlich, wie Sie konkret zur Arbeit fahren. Aber ich habe das jetzt so verstanden, Sie würden morgens schnell dealen und Frau Nestle ihr Teil Ihres Budgets verkaufen und dann mit dem Biokraftstoff zum S-Bahnhof fahren und dann mit der S-Bahn weiter, okay? Nein, also zum Büro fahre ich mit der S-Bahn, das würde sich jetzt nicht ändern. Mein Gedanke war, dass man einen weiteren Anreiz schafft, um treibhausgasarm mobil zu sein. Das wäre zum Beispiel ein personifiziertes oder zugewiesenes THG-Budget. Das, okay. Wir wissen nicht, wie weit die Bundesregierung sich da an Corona-Verordnung orientiert, um durchgreifende Maßnahmen zu schaffen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es über die Besteuerung passiert, dass sie einfach mit einem hohen erneuerbaren Anteil im Kraftstoff günstiger besteuert werden und dann sich die Mobilität eher leisten können, als wenn sie fossil unterwegs sind. Aber zum Büro werde ich, wenn ich beim VDB bleibe, mit der S-Bahn fahren. Da wird sich nichts ändern. Ich hoffe, mit einer besseren. Vielen Dank. Frau Nestle, Sie müssen uns nicht sagen, ob Sie das Budget erweitern wollen käuflich, sondern einfach nur, wie kommen Sie zur Arbeit? Da die Spitze schon zum zweiten Mal kommt, doch ganz kurz. Ja, nur weil Leute, die fliegen, auch oft grün wählen, heißt das noch lange weder, dass ich fliege, noch, dass wir explizit Politik für viel Flieger machen. Schließlich machen wir keine Klientelpolitik, sondern versuchen, eine sinnvolle Politik fürs ganze Land zu schaffen. Aber also, wie sieht die Arbeitsreise aus in der Zukunft? Also ich würde sagen, im ländlichen Raum wird da Elektromobilität eine ganz große Rolle spielen, eine Mischung aus Pedelec, also E-Bike und E-Autos. Wenn es nicht so lange Strecken sind, wird man damit einfach ans Ziel kommen. Wenn man lange Strecken zurücklegen muss, wird man damit bis zum nächsten ÖPNV-Hub fahren und da sehr schnell und unkompliziert weiterkommen. Im städtischen Raum, glaube ich, ist es auch eine Mischung aus zu Fuß, Fahrrad, ÖPNV, E-Scooter. Ich fahre übrigens sehr gerne mit der Grundbahn. Ich finde den total klasse Ersatz für Dienstwagen in Berlin. Und genau, lange Strecken, also innerdeutsche Strecken, definitiv mit dem Zug die längeren Strecken. So. Alles klar, vielen Dank. Herr Grundmann, wie kommen Sie 2030 zur Arbeit? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ja nicht mal, wo ich arbeiten werde. Also vor dem Hintergrund, also ich habe in den letzten Jahren mein Mobilitätsverhalten schon massiv geändert. Ich gehe unglaublich viel zu Fuß, fahre mittlerweile in meiner Heimatstadt Stade, wenn es möglich ist, ausschließlich mit dem Fahrrad.
Aber ansonsten bin ich mit dem Auto unterwegs. 2030, glaube ich, fahre ich meinen jetzigen VW Bulli T5 nicht mehr. Mal gucken, welches Auto ich dann habe. Aber den fahre ich auch noch ein paar Jahre, weil ich unter Effizienzgesichtspunkten der Auffassung bin, dass man Autos nicht nach 6 oder 8 Jahren aussondern muss, sondern die durchaus noch fahren kann. Ich glaube, die Elektromobilität wird einen großen Vormarsch sehen, aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch noch ein hohen Maß an Verbrennungsmotoren, sowohl Diesel- oder Otto-Motoren als auch gasbetriebene. Ich glaube, der Bereich LNG oder grünes Methan wird einen ganz massiven Zulauf nehmen, gerade im Lastverkehr, Schwerlastverkehr. Und ich hoffe, dass sich eben auch die Brennstoffzelle im Bereich Wasserstoff sehr stark durchsetzen wird. So, das ist mein Szenario für 2030 und darüber hinaus. Aber ich hoffe eben auch ein deutlicheres, verantwortungsbewussteres Nutzen von Dingen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch zunehmend passiert, dass die Menschen sich immer stärker überlegen, will ich fliegen, will ich dahin fahren, nutze ich jetzt mal die Bahn oder muss ich so ein großes Auto haben? Aber vorschreiben will ich den Menschen nichts. Vielen Dank, Herr Rundmann und Frau Saar. Wie fahren Sie 2030 zu Ihrer Arbeit, was auch immer Sie dann tun? Ich hoffe, dass ich so privilegiert bin wie heute und mit dem Fahrrad fahren kann. Und das werde ich dann tun in einem Umfeld auf einem sicheren, breiten Radweg, den ich heute leider noch nicht benutzen kann. Neben mir deutlich weniger Privat-Pkw, sondern insbesondere Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs oder des Umweltverbundes inklusive Taxen. Und anders als heute in der zweiten Reihe parkend vor allem Lastenfahrräder, die Einkäufe, Bestellungen aller Art an den Kunden bringen und weniger diese leider wachsende Zahl von kleinen Transportern von Rewe oder wem auch immer. Und wenn ich dann mal wieder nach Brüssel fahren darf, dann würde ich gerne wieder den Nachtzug nehmen. Ich hoffe, dass er bis dahin wieder am Start ist. Sehr schönes Schlusswort und eine Aufgabe an die Bahn. Genau, ganz herzlichen Dank. Das war es jetzt schon. Die Zeit vergeht immer wahnsinnig schnell bei diesem komplexen Thema. Ganz herzlichen Dank für unsere 4 Teilnehmer hier auf dem Podium und ganz herzlichen Dank auch an Sie für Ihre Geduld vor den Rechnern, für Ihre zahlreichen Fragen, die wir leider nur zum Teil abarbeiten konnten. Mehr dann beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir Sie mit der Frage nach dem Arbeitsweg 2030 ein bisschen versorgt mit Grübelstoff für den Nachmittag. Denn egal, wie Sie 2030 zur Arbeit kommen wollen, das ist schon in 9 Jahren. Sie sollten das jetzt vorbereiten. Ganz herzlichen Dank. Einen schönen Nachmittag Ihnen allen. Und tschüss. Danke auch. Tschüss. Vielen Dank, Frau Dinger. Tschüss. Tschüss.